Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 362. Mein Name ist René, außerdem mit dabei der Herr Dennis. Ja, servus, hallo. Der Herr Basti. Gute und Grüße. Und der Herr Marvin. Aloha. Aloha. Wir wollen reden über Freundschaftsspiele, Länderspiele, Vertragsverlängerungen, Ligaspiele, ehemalige Ligaspiele und ehemalige Spieler. Von daher auch heute wieder ein volles Programm und wir steigen auch schon direkt mit einem Spiel ein, total überraschend, und zwar dem Freundschaftsspiel gegen Chemie Leipzig, was ja am vergangenen Freitag stattgefunden hat. Die Eintracht beendet das Ganze mit einem 5:1 Sieg und das Ganze war ja ein Freundschaftsspiel, Benefizspiel, ging um Geld sammeln für eine Flutlichtanlage und die Eintracht hat im Rahmen dieses Spiels dann auch einen Scheck über 100.000 Euro überreicht. Ich habe es nur teilweise im Stream verfolgt und wenn ich es so richtig mitverstanden habe, dann ihr auch in erster Linie, nicht wahr? Ja. Yes, yes, ja. Yes, yes. Genau. Ja. Hat mich auf jeden Fall trotzdem mehr interessiert als das Länderspiel. Oh ja. Das ist jetzt nicht schwierig gewesen. Ich glaube, die Choreos waren auch besser dort. Auch das ist jetzt nicht schwierig gewesen. Und der Outcome war auch besser dort. Also alles in allem war die Eintracht am Länderspielwochenende erfolgreicher als die Nationalmannschaft. Genau, was lernen wir daraus? Guckt nur noch Eintracht-Spiele, keine Länderspiele mehr. So. Jetzt können wir auch die Sendung beenden. Vielen Dank und guten Abend, liebe Hörer. Ja. Also klar, es war jetzt nur ein Freundschaftsspiel und da kann man jetzt auch irgendwie eine gute Woche oder eine knappe Woche danach jetzt nicht wirklich viel irgendwie rausziehen. Trotzdem, Silva war direkt auch mit im Startaufgebot und hat auch schon direkt zweimal da eingenetzt. Also von daher kann man auch sagen, so als für die Spieler, die jetzt auf dem letzten Drücker oder für den Spieler, der jetzt auf den letzten Drücker da aus dem Transfermarkt-Thema noch rausgerutscht ist, nochmal so ein bisschen Spielpraxis zu bekommen, war das jetzt sicherlich nicht so verkehrt. Ja, vor allen Dingen hat er zweimal getroffen, er konnte sich ein bisschen an die Stimmung gewöhnen, an die Mannschaft. Es ist wichtig, dass er jetzt dabei ist, weil er kam, wie gesagt, er ist kurzfristig dazu. Sehr, sehr beruhigend für uns auch ist, dass die Verletzungsproblematik, die da rumgeisterte, scheinbar auch nicht so das große Thema ist. Also zumindest hat er unter einigermaßen Wettkampfbedingungen spielen können. Also mich hat diese Silva-Sache ein bisschen beruhigt. Das war eine coole Sache für die Fanfreundschaft. 100.000 Euro sind, glaube ich, für das Flutlicht von Chemie Leipzig zusammengekommen. Ja. Alles in allem eine runde Sache. Braucht man nicht überbewerten, auch nicht unterbewerten. Aber wie gesagt, wir haben ja schon gesagt, besser als Länderspiel. Ja, ich glaube, es war so für Fans auch eigentlich ganz cool, das mal so zu erleben. Also diese Fanfreundschaft, von der ja auch immer gesprochen wird, dass man die dann auch in direkter Umgebung dann auch vielleicht mal mitbekommt, dann im FSV-Stadion, was, glaube ich, ganz selten so viele Leute dann auch mal in sich vereinen kann, um es mal positiv zu formulieren. Ich glaube, es war eine insgesamt runde Sache, was mich irgendwie noch mit am meisten gefreut hat, war die Tatsache, dass Chetin gespielt hat. Das ist ein junger Spieler der Frankfurter Eintracht. Scheinbar auch gar nicht so schlecht. Der einen guten Eindruck gemacht hat. Ich habe das Spiel ja, ich war arbeiten, habe das Spiel dann halt dementsprechend nur am Rechner verfolgt. Dankenswerterweise gab es ja einen Livestream. Und das hat mir ganz gut gefallen, der Junge. Also ich meine, defensiver Mittelfeldspieler, ich habe den damals schon in der A-Jugend gesehen. Und er hat sich, natürlich ist es halt auch ein Viertligist, ne? Ist jetzt auch klar, das musst du natürlich alles einordnen, aber man kann sich auch ein bisschen schlechter einfühlen. Und der ist ja jetzt durchaus jemand, der immer wieder so am Kader schnuppert, ja, und zumindest jemand, den zumindest Hütter anscheinend auf dem Zettel zu haben scheint, und das, was er da gemacht hat, war ganz gut. Also ich hoffe, dass da der ein oder andere Einsatz noch folgen wird. Klingt sehr gut, ja. Nee, ich finde aber auch, und da habt ihr ja auch am Anfang schon, Basti, du hast auch schon eingeläutet, ich denke, für Silva ist es erstens schön, mal so ein bisschen in die Mannschaft reinzufinden, auch wenn es jetzt kein wirklicher Wettkampftest ist. Trotzdem denke ich, dass immer sowas wichtig ist, um mal einfach mal Luft zu schnuppern, mal zu mehr ein bisschen Spielpraxis zu bekommen. Auch, ihr habt es schon richtig angesprochen, die anderen Spieler, die aufgelaufen sind, gerade in so einer Länderspielpause kann es eben auch ätzend sein. Finde ich eine tolle Sache und die Stimmung war ja wirklich überragend. Also ich denke, rundum gelungenes Wochenende für uns. So kann man das sagen. Ja, das ist natürlich bei solchen Dingen dann auch immer noch wichtig, dass da sich keiner irgendwie
in so einem blöden Zweikampf da noch irgendwas einfängt, das brauchst du in der jetzigen Situation nicht. Aber das Gleiche gilt ja auch für die ganzen Länderspiele und da laufen ja auch noch das eine oder andere, wo man dann natürlich dann auch drauf hoffen muss, dass da keiner verletzt rausgeht. Ja. Genau, von daher. Momentan läuft vieles gut. Ich bin sehr auf Silva gespannt, wie es jetzt die ersten Spiele wird. Der wird noch ein bisschen brauchen wahrscheinlich. Aber alleine mal jetzt so die ersten Spiele zu sehen, wie er sich auf dem Platz bewegt, wie er das Spiel von Eintracht verändert. Weil Rebic hat ja seinen besonderen Style gehabt. Man wusste ja schon so ungefähr, was er macht, dass er außen irgendwie mal so seinen halben Übersteiger probiert, den Körper gut reinbringt, wuchtig anläuft, manchmal ein bisschen über die Stränge schlägt. Ich bin gespannt, was Silva für ein Typ ist. Weil klar hat man viel gelesen, viel gehört. Marvin und ich haben ja 2,5 Stunden beim Redline Day auf ihn gewartet und haben uns auch ein bisschen informiert. Aber so wirklich kann man das erst beurteilen, wenn man ihn auf dem Platz sieht, wie er sich bewegt, wie er aussieht, wie fit er ist, wie er mit der Mannschaft. Also da bin ich irgendwie sehr gespannt. Und das Gleiche gilt ja für Dost. Den haben wir so ein bisschen beschnuppern können. Der kam rein, direkt Tor gemacht. Genauso wie man sich es vorgestellt hat, im 5-Meter-Raum Kopfball. Wie das Spiel der Eintracht auch verändern wird, da bin ich wirklich gespannt. Also das ist wirklich, eigentlich geht die richtige Saison jetzt erst los. Also wir haben dieses Transferfenster ist jetzt zu, der endgültige Kader ist jetzt so. Jetzt werden sich wahrscheinlich ab und zu Spieler verletzen, aber die Mannschaft wird sich jetzt rauskristallisieren. Da bin ich sehr gespannt, A, wer das sein wird. So hat auch schon angedeutet, dass er ein richtig geiler Kicker ist. Ich bin wirklich gespannt, wie sich das Gesicht der Eintracht auf dem Platz, wie sich das zeigen wird. Und das ja, ich bin freudig erregt, würde ich sagen. Auch die taktische Einstellung, du sagst ja schon, Basti, wer spielt und wie auch das System natürlich dann auch sein wird, bin ich super gespannt, weil du wirklich jetzt mal einige Varianten hast, auch wenn du überlegst, dass Kamada im Endeffekt jetzt wirklich eine brauchbare Alternative für vorne geworden ist, das ist schon eine feine Sache. Also ich bin auch sehr gespannt, es gibt ja da einige Konzepte, die Hütter sicherlich austesten muss. Ich hoffe, dass wir sehr früh ein gut funktionierendes Konzept finden, dass wir auch die Punkte einfahren und nicht da erst noch ein bisschen Lehrgeld bezahlen dafür, dass wir verschiedene Systeme ausprobieren. Aber ich bin da eigentlich ganz guter Hoffnung, dass die Stürmer, die wir verpflichtet haben, auch die entsprechende Leistung bringen können, gleich von Anfang an. Ja, ich bin da auch mal ein bisschen sehr gespannt, wann die beiden da vor allen Dingen halt wirklich mal über 90 Minuten da zusammen auflaufen. Das könnte dann nochmal so ein richtungsweisendes Ding sein. Vielleicht auch schon gegen Augsburg oder zumindest mal zeitweise gegen Augsburg zusammen. Dazu später dann aber mehr. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, ich mir auch. So, wir hatten ja dann auch schon Länderspiel angesprochen. Basti sagte ja schon, da war irgendwas mit Länderspiel und Choreo und so. Der ein oder andere Eintracht-Spieler ist jetzt aber auch gerade im Dienste der Nationalmannschaften unterwegs. Genauer gesagt sind unterwegs Ndicka, Gacinovic, Kostic, Joveljic, Chavar, Renault und Hinteregger. Wobei, wenn ich es richtig gelesen habe, Hinteregger jetzt aktuell gerade pausiert. Ja, aber wohl auch ein bisschen verletzungsmäßig unterwegs ist. Irgendwas mit der Wade hat auch vorher ja schon vor dem anderen Länderspiel am Freitag oder Samstag, ich weiß jetzt gar nicht, wann es war, hat er ja auch schon mal ausgesetzt gehabt im Training, hat dann die 90 Minuten gespielt. Also hoffen wir mal, dass er es gut auskuriert. Wäre jetzt ärgerlich, wenn er im Endeffekt die nächsten Spiele dann bei uns oder auch gerade jetzt am Wochenende ausfallen würde, weil ja schon ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Korrekt. Ja, das ist die einzige Hiobsbotschaft, die wir, glaube ich, jetzt über diese Länderspielpause zu verkraften haben. Ja, auf der anderen Seite. Ja, sorry. Nee, mach mal weiter. Ich glaube, das erste Spiel hat er gemacht, das zweite hat er pausiert, hat jetzt ein paar Probleme. Aber es ist ja trotzdem eine Verletzung, die sich in Grenzen hält. Und ansonsten, Ndicka ist, glaube ich, befördert worden, habe ich jetzt richtig gelesen. Also, er war jetzt beim A-Team dabei. Das bestätigt ein bisschen unsere Hoffnung, würde ich sagen. Ja. Dass wir gesagt haben, gegen Leipzig ist er direkt da gewesen, hat wieder wirklich an den alten Ndicka, in Anführungszeichen, soweit man das in seinem Alter sagen kann, erinnert. Ich bin da große Hoffnung, muss ich sagen, dass es sein kann wirklich, dass wir zum Beispiel gegen tiefstehende Gegner zu Hause Ndicka links und Touré rechts haben werden, die dann sehr, sehr hoch stehen werden und fast Außenverteidiger sein werden, wo dann Kostic und da Kostic noch weiter nach vorne können. Ich glaube echt, Ndicka, ich hoffe sehr und bleibe bei der Hoffnung, dass der diese Saison sich weiterentwickelt, zumindest im Nationalteam, scheint das ja schon funktioniert zu haben. Ja, aber es war, das wollte ich gerade sagen, deswegen haben wir eben kurz aneinander vorbeigeredet. Nee, es war nicht das A-Team, das war die U21, wo er sein erstes Spiel gemacht hat. Ne?
Also der hat sein erstes Spiel in der U21 gemacht, was aber auch schon zum Einsatz, oder? Doch, doch. Doch, doch, er hat. Ach, gegen Albanien kam er nur nicht zu. Genau, aber jetzt okay. Im letzten Spiel hat er 78, gegen Tschechien hat er 78 Minuten gespielt, also fast die komplette okay. Dauer. Das war dann auch sein tatsächliches Spielerdebüt für die U21 der Franzosen. Ja, und du hast da ja wirklich auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, du hast ja auch durchaus Konkurrenz. Also, wenn ich mir die U21 der Franzosen zum Teil angucke, da muss ich schon sagen, interessant, was sich da so tut. Da ist es dann wirklich schon so, dass die deutsche U21 nicht ganz so starbesetzt ist. Also gerade der Defensive. Da hast du beispielsweise auch Zagadou von Dortmund hast du ja da und von Rasenballsport, ja, ist noch ein beschissener Name, keine Grüße nach Leipzig, hast du Konaté, der ist ja auch extrem viel wert. Das sind so zwei der Spieler, die da momentan unterwegs sind. Und insofern, da hat er sich jetzt mal ein bisschen rangetastet. Das ist cool. Ja. Das sollte ihm dann vielleicht auch nochmal so ein bisschen Motivation geben, sich auch so in den Spielen reinzuhängen, wenn man dann auch zeigt oder mitbekommt, dass die Leistung, die man in der Liga bringt, dann auch bei sowas dann tatsächlich gewertschätzt wird. Würde ganz krass behaupten, dass ich nicht glaube, dass er ein Motivationsproblem hat. Ich habe ja auch nicht von einem Problem gesprochen, sondern nur gesagt, dass das nochmal so ein bisschen mehr fördern kann. Ja, das auf jeden Fall. Ja, also von daher. Genau, und jetzt aktuell zeitgleich zu unserer Aufnahme hier müssten ja Gacinovic und Kostic unterwegs sein. Mhm. Zumindest, wenn ich das mit den Zeiten so richtig in Erinnerung habe. Ja. Also von daher, der ein oder andere im Sinne der Nationalmannschaften unterwegs und hoffen wir mal, dass das jetzt alles möglichst verletzungsfrei über die Bühne geht und dass das bei Hinteregger auch eher so Vorsichtsmaßnahme, denn tatsächliche Verletzung ist. Ja, schön wär's. Genau, weil und damit bisschen, ist ja noch ein bisschen Zeit auf jeden Fall. Bitte? Ist ja noch ein bisschen Zeit. Ja. Um fit zu. Aber ich fand, es klang ja so, als wäre es eher eine, na, ich sag mal Verletzung, die durch Schonung entsprechend sich zurückbildet. Also wenn ich hier gelesen habe, er hat ja auch schon öfter jetzt im Training vorher schon ausgesetzt und so weiter. Vielleicht wäre es dann tatsächlich ja, gar nicht so unklug, ihn am Wochenende zu schonen und dann im Endeffekt in den nächsten Spielen wieder einzusetzen. Wir sind ja gerade auch in der Defensive nicht so schlecht besetzt. Dementsprechend können wir vielleicht auch da einen Hinteregger-Ausfall noch verschmerzen. Ja, wobei, und damit kommen wir ja dann quasi schon zum Wochenende. Perfekte Überleitung hier an dieser Stelle. Wir spielen am Samstag gegen den FC Augsburg, was ja der ehemalige Heimatverein unseres Herrn Hinteregger ist. Und zwar auswärts Samstag 15.30 Uhr. Und ja, wir können es uns sicherlich leisten, ihn da auf der Bank zu lassen, aber vielleicht ist das dann auch nochmal. Ja, auch da wahrscheinlich keine Motivationsprobleme, aber gegen so die ehemaligen Vereine dann auch immer noch mal ein gutes Ding, um da ja vielleicht noch mal so ein bisschen anders da ins Spiel reinzugehen. Oder meint ihr nicht? Also ich würde allein aus Hypegründen gerne Hinteregger auf dem Platz sehen gegen Augsburg, muss ich sagen. Ich würde das mega hart feiern, wenn der da ein Tor schießen würde. Ja, das wäre natürlich nochmal so diese sprichwörtliche Kirche auf dem Sahnekuchen. Das wäre dieses Wort, wo alle Sportreporter ihre Hose ausziehen, weil sie das Wort ausgerechnet benutzen dürfen. Ich muss ganz ehrlich sagen, aus niederen Emotionen würde ich es ganz hart feiern nach dieser Posse. Augsburg ist auch so mein Augsburg ist das neue Mainz, so in der Art. Das wird ein ekliges Spiel. Die stehen auch mit dem Rücken zur Wand. Die sind nicht allzu erfolgreich in die Saison gestartet. Ja, nicht allzu erfolgreich ist auch irgendwie so ein bisschen hart untertrieben. Also ja, sie ist so krass, wie man nach drei Spielen halt Feld starten kann. Da kann man jetzt auch noch nicht so krass viel ablesen. Aber ich meine, die werden zumindest hart ins Spiel gehen. Also das hat Augsburg ja ausgezeichnet. Das wird, glaube ich, nicht so leicht, wie man sich das vorstellt. Deswegen würde ein Hinteregger da, glaube ich, gut tun. A, kennt er die Leute da? Der weiß ungefähr, was da los ist. Der war in der Vorbereitung dabei. Ja, und der ist bei Standards immer gefährlich, was dir bei so einem Spiel, siehe Hoffenheim, erster Spieltag, echt auch behilflich sein kann. Ja, das Weil überleg dir mal, wie stimmt. Dieses, was für ein zähes Spiel das gegen Hoffenheim geworden wäre, wenn er irgendwie nicht nach 35 Sekunden das 1-0 gemacht hätte. Dann wäre das
glaube ich, mühsamer gewesen. Und so hast du immer diese 1-0-Führung im Rücken gehabt, konntest das Spiel so ein bisschen wegmoderieren, probieren, Hoffenheim vom Tor wegzuhalten. Das würde uns da auch helfen. Deswegen, ich hoffe sehr, und wir hoffen das eigentlich jedes Jahr, dass dieses Jahr vielleicht Standards echt so, ja, so ein kleines, ja, so ein kleiner doppelter Boden werden könnten, zu sagen, okay, wenn es mal nicht läuft, da können wir immer noch über Standards ins Spiel kommen. So wie Schalke das, glaube ich, seit Vereinsgründung macht. Da muss ich irgendwie an ihn denken. Ja, gut, ich meine, bislang haben wir ja doch in dem einen oder anderen Spiel die Saison schon Tore nach Standards gemacht. Also ich zähle da jetzt mal Ecken und Freistöße zusammen. Also es könnte. Ich denke, da haben wir auch mit Dost noch vorne einen drin, der jetzt auch so ein schöner Abnehmer ist. Mit Hinteregger auf jeden Fall immer gefährlich und insbesondere, Bastia, hast du natürlich schon was Gutes angesprochen. Er kennt natürlich die Mannschaft, er kann da vielleicht auch noch ein bisschen, ja, wie soll ich es nennen, im Unruhe reinbringen einfach. Und das ist immer, denke ich, gut, wenn du Unruhe beim Gegner einbringst. Die Fans, auch wenn Schmidt sich da so geäußert hat, ach Quatsch, das wird hier alles Friede, Freude, Eierkuchen, auf keinen Muss Fall er ja sagen, irgendwie Fanbrust oder sowas, war es ein Käse. Ne? Also da wird es auf jeden Fall ordentlich, ich denke mal, Schmähruf und sonstiges geben. Genau, also ich denke aber, das ist eigentlich für uns gut. Das ist kein Nachteil für uns und dementsprechend, ich würde es auch gerne sehen, wenn Hinteregger spielt, was ich vorhin mit der Aussage meinte, es ist nicht so schlimm. Es ist eine Position, die eigentlich ganz gut auch mit dem Endicker noch besetzt werden könnte. Ich hoffe ja, dass, wir kommen ja dann noch zur Aufstellung dementsprechend, aber ich denke, da wären wir hinten auch aufgestellt, dass wir diesen Wegfall, falls Hinteregger ausfallen sollte und wir ihn lieber schonen, damit nicht was Schlimmeres bei rumkommt, verschmerzen könnten. Das war eigentlich das, was ich vorhin damit sagen wollte. Ja, ich kann es mir nachvollziehen, ich finde aber auch, und da muss ich auf jeden Fall Wassi zustimmen, dass ich das schon will, weil du musst jetzt auch mal wieder reinkommen, ne? Weil normalerweise ist jetzt, ich finde dieser Break jetzt, dieser Länderspielpause, der Break, der hat uns vielleicht geholfen, wieder noch mal ein bisschen zu regenerieren, weil wir ja schon relativ viele Spiele gemacht haben, aber es ist natürlich auch emotional jetzt erstmal wieder etwas, wo du jetzt wieder abgekühlt bist. Ne? Du musst jetzt auch wieder als Fan, musst du ja auch mal wieder noch mal kurz reinkommen und da ist es halt so, Augsburg ist jetzt nicht der beste Trigger. Ne? Wenn du jetzt gleich gegen Dortmund oder so ein Heimspiel gehabt hättest, da wärst du sofort wieder drin gewesen, hättest Bock gehabt. So, ja, Augsburg ist halt immer so, keine Ahnung, ich will auch nichts mehr zu Augsburg sagen, ich habe in der letzten Zeit schon so viel über Augsburg gesagt, was nicht positiv war. Denkt euch einfach den Rest so, ja, ist mir auch echt, ne, nerviger Verein irgendwie, keine Ahnung, whatever. Und da ist es dann cool, wenn du halt mit Hinteregger gleich auch so eine Geschichte erzählen kannst, die in deinem Kopf irgendwie passiert. Ne? Das ist halt auch geil. Und genau das ist es halt. Man, natürlich kann beide Richtungen gehen, Eigentor machen, dann sieht es blöd aus oder sonst irgendwas. Rote Karte kassieren oder sonst irgendwas. Ja, aber auf der positiven Seite ist das halt doch voll das geile Ding, die geile potenzielle Erzählung, die selbst wenn er das Ding halt hinten dicht hält, ist das ja auch schon mal gut. Und ich glaube, wir müssen halt auch mit absoluter Qualität gegen Augsburg angehen. Momentan sind die nämlich noch absolut schlagbar. Ja, wer weiß, wie die sich noch entwickeln. Ich finde das Team jetzt nicht so herausragend, aber es ist schlecht, aber es ist auf jeden Fall besser als der aktuelle Tabellenstand. Und wenn wir jetzt irgendwie knallhart zuschlagen, vielleicht mit Hinteregger der Standardspezialist, wenn er seinen Kopf irgendwie richtig hält, da haben wir jetzt ja mehrere, auch Bastos ist ja wieder einer, der auf jeden Fall mit dem Kopf gut treffen kann, dann hilft das. Ja, und bei dem ganzen Thema Standards bitte auch nicht vergessen, dass wir mit Kamada auch noch jemanden haben, der durchaus in der Lage ist, den Ball auch von dieser Eckfahne vernünftig in Richtung Torraum zu bewegen. Ja. Möchte ich an dieser Stelle auch nicht unerwähnt lassen. Das ist noch unter Beobachtung. Bitte? Das ist noch unter Beobachtung. Da waren noch ein paar Gurken dabei, muss ich sagen. Ja, hundertprozentig überzeugt bin ich tatsächlich auch noch nicht, aber auf jeden Fall besser, als wir das in anderen Jahren schon gesehen haben. Korrekt. So korrekt. Aber auch da könnte man behaupten, dass das auch nicht so wahnsinnig schwer ist, da über diese Hürde irgendwie drüber zu kommen. Ich erinnere nochmal dran, dass wir oft davon gesprochen haben, dass jeder Freistoß oder jede Ecke eigentlich zu einem Konter geführt hat. Das haben wir zum Glück mittlerweile ganz gut im Griff. Toi, toi, toi. Das hat aber auch nur 10 Jahre gedauert, weil seit Anbeginn der Zeitschreibung für diesen Podcast bemängeln wir den Umgang mit Standardsituationen jeglicher Art. Stimmt, ja. Ja? Also umso mehr müssten wir es eigentlich feiern, wenn so ein Ding wie Kostic gegen Straßburg passiert. Eigentlich müssten wir fast eine eigene Kategorie einführen am Ende der Sendung, die Standard der Woche, wenn was Gutes passiert ist. Ja, war halt auch brutal geil. Also das Ding war mega hart. Das Ding war der Standard des Jahrtausends für mich. Also das Ding da so rein zu, also den kann ich mir heute noch 300 Mal am Tag angucken und freue mich da mega drüber. Nicht umsonst nominiert zum Tor des Monats, oder? Ja,
da dann auch noch wichtig, das kommt ja noch dazu, das war ja nicht irgendwie das 4-5-0 bei irgendeinem Spiel, sondern das war wirklich das wichtigste Tor in dem Spiel. Ein wichtiger Treffer, ja, das stimmt. Wahnsinn. Da an dieser Stelle nochmal dezent der Hinweis, wie Dennis gerade eben schon sagte, nominiert zum Tor des Monats. Abstimmen, Leute. Top Abstimmen, hin. Leute, genau. Also wer da nicht klickt, der weiß ich auch nicht. Fällt mir ja. Aber ganz ehrlich, ich meine natürlich, das sind nur so kleine Sachen, ne? Aber so selbst so kleine, wie soll ich sagen, Gratifikationen oder so kleine Awards, die vielleicht auch eher abstauben könnte, die motivieren ja, glaube ich, auch ein Stück weit. Und ich glaube, es ist echt cool, wenn wir dann wirklich sagen, hier stimmt ab, ich habe auch schon mal abgestimmt, das müssen wir echt machen, weil Kostic ist momentan einer unserer absolut wichtigsten Spieler, wenn er auch durch so kleine Awards irgendwie bei der Laune gehalten wird, ist es auf jeden Fall nicht nachteilig. Ja. Ihm merkst du richtig an, dass er das auch genießt, finde ich. Also du hast ja von ihm ja gar keinen Murren gehört, weil wir, was bei ihm krass wegmoderiert wurde, ist ja auch dieses, der hätte auch gehen können für ein paar 40 Millionen Euro. Ja. Also das Angebot war auch da, die anderen hat das abgelehnt. Du hast aber von ihm es gab keinerlei Heckmeck wie bei den anderen. Was haben wir hier für Hin und Her gehabt mit, ja, der geht der nicht. Ich meine, der Peak war ja Rebic dann, dass er am Ende das noch gegangen ist, wo wir vorher schon hin und her das Ganze hatten. Bei ihm gar nichts. Du hast bei ihm gar nichts gemerkt. Du hast bei ihm keine Leistungsstelle in der Rückrunde gemerkt. Du hast bei ihm keine Leistungsstelle jetzt im Sommer gemerkt. Ja. Keine Interviews, wo irgendwie Vereine irgendwie besprochen werden. Das alles, klar wird uns das wahrscheinlich nächsten Sommer beschäftigen, aber er ist jetzt erstmal da. Ich glaube, er freut sich auch. Das hast du bei dem Tor auch gesehen. Als er den Ball reinhaut, dann rennt er irgendwie nicht zur Eckfahne und reißt die Eckfahne raus und tanzt drumherum, sondern er rennt direkt zum Trainer und zur Bank. Alle freuen sich mit ihm. Wie Marvin es sagt, ganz, 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 ganz wichtiger Mann zurzeit. Hätte, glaube ich, so auch keiner gedacht, als er gekommen ist. Umso erfreulicher ist es, dass es jetzt so ist und der kann ein ganz, ganz wichtiger Baustein für uns werden. Also der hat gegen Hoffenheim schon echt auch ein geiles Spiel gemacht, muss man sagen. Ja. Allerdings. Wenn du das wirklich auf mehrere Schultern, ey, ich will mich jetzt auch nicht in den Rausch reden, aber Leute, wenn wir so einzelne Spieler besprechen, das ist immer, genau, trotz Büffelherde weg, ist das trotzdem noch eine geile Mannschaft. Also ja. Wir erwarten von Silva viel, wir erwarten von Dost viel, Kamada kann überraschen, dann hast du So, du hast Rode, du hast Da Costa sowieso gucken, ob das bestätigen kann. Das links Kostic, und also haben wir über den Dika gesprochen. Hinteregger ist jetzt da, Trapp ist da. Hasebe scheint wirklich auch immer noch fresh zu sein. Das ist schon mega. Und was Dennis gesagt hat, wenn er über Hinteregger spricht, ich erinnere mich noch, und die Folgen sind noch nicht so lange her, wenn ich dann Dennis gesagt habe, hier apropos, Abraham hat eine leichte Verletzung, da hätte Dennis fast sein Mikro ausgeschaltet, weil er irgendwie in Panik verfallen wäre, weil dann irgendjemand anders spielen hätte müssen. Jetzt sagt Dennis ganz locker, das ist auch bemerkenswert, in was für einer Beiläufigkeit Dennis das sagt. Ja gut, wenn Hinteregger ausfällt, da kann jemand anders spielen. Das ist ja wirklich krass. Ja. Ja. Das ist aber geil. Gute Breite mittlerweile in der Mannschaft ist, genau. Richtig, richtig geil. Und das ist wirklich auch eine Weiterentwicklung auch des Teams in den letzten Jahren. Eine kontinuierliche Weiterentwicklung. Natürlich hast du in der Spitze jetzt 3 verloren, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber du hast die Breite natürlich auch immer weiter auch aufgebaut mit einer sehr, sehr kranken, ey, die ganze Innenverteidigung. Natürlich reden wir darüber und natürlich sehen wir, dass Abraham langsamer wird. Aber was wir trotzdem da auf dem Feld haben, das kann sich echt sehen lassen. Natürlich hätte jetzt auch niemand gedacht, dass Hasebe momentan immer noch auf diesem Leistungsniveau ist, wo du echt denkst, okay, der hat echt gelogen mit dem Alter, ne? Der ist wahrscheinlich 28 eigentlich oder so, ja. Also ich meine, das ist echt unfassbar, ja. Und das ist halt gut und dann funktioniert es im Mittelfeld auch immer besser, wenn ich echt sehe, welche Anlagen So gezeigt hat in den letzten Tagen, jetzt wenn er gespielt hat, jetzt gegen Chemie zum Beispiel, was ja Basti auch schon erwähnt hat. Da können wir auch noch viel, viel mehr erwarten. Also ich glaube, wir haben echt viele positive Elemente. Und die müssen wir natürlich, wie du es ja eben angesprochen hast, René, natürlich am Samstag dann halt auch auf den Platz bringen, ne? So ist es da und da bin ich dann echt mal gespannt und damit würde ich jetzt gerne umleiten oder überleiten zu der Frage nach der Aufstellung. Da würde mich nämlich dann echt interessieren, mit welcher Aufstellung ihr da so ins Rennen gehen würdet. So, machen wir es wie immer, fangen wir hinten an. Trapp. Das war jetzt Captain Obvious, ja. Gute Nummer. Gut, Marvin hat es auch angesprochen, Hasebe bleibt drin für mich. Ja. Ja, okay. Und daneben? Ich glaube, dass wir mit Hinteregger und Abraham spielen, muss ich sagen. Das würde bedeuten, Abraham rechts, Hinteregger links, oder? Genau. Frage, Rutschaufstellung oder das, wie es wahrscheinlich kommen wird? Das ist eine gute Frage. Eigentlich würde ich gerne Endicker sehen,
muss ich wirklich sagen. Ich befürchte aber, Hütter legt mehr Wert, als wir denken, auf dieses Rechtsfuß-Linksfuß-Ding. Okay, okay. Macht zumindest für mich auch so ein bisschen den Eindruck gerade, ja. Was echt blöd ist für einen Dicker, muss man sagen, ja. Weil ich kann es absolut nachvollziehen, Dennis. Du hast vollkommen recht. Ja. Mir geht es genauso wie dir. Bin da komplett bei dir, aber es ist momentan anscheinend echt noch so, dass er da noch mehr Wert drauf legt, als es uns lieb ist. Und dann müssen wir damit gehen. Also meine Wunschaufstellung wäre bei mir halt auch tatsächlich ein Dicker, denn ich glaube auch, dass er das auch gut machen kann. Und ich glaube auch gegen Augsburg ist nicht so, dass wir jetzt in Ehrfurcht erstarren müssten. Ein Dicker wäre dann auch für dich statt Abraham, obwohl Abraham ja wirklich auch einen guten Job gegen Düsseldorf gemacht hat, muss man ja wirklich auch sagen. Also ja, ist richtig, aber ja. Ja. Wobei man auch sagen muss, diese Spieleröffnung, die ein Dicker da drauf hat, die ist halt auch schon irgendwie so allererster Sahne. Also die kann dir da hinten raus auch schon manchmal so da gefährliche Spielzüge irgendwie einleiten. Das ist halt schon auch sehr wichtig. Also ich schreibe mal Abraham / ein Dicker auf. Bin mal gespannt, aber auch ich hätte jetzt aktuell so ein bisschen das Gefühl, dass diese Rechtsfuß-Linksfuß-Thematik gerade so ein bisschen. Am Ende spielt Touré und dann ist eh alles egal. Dann ist unsere komplette Theorie mit nur einem einzigen Wimpernschlag zerstört. Großartig. Mhm. Wahrscheinlich dann noch mit irgendwie Fallett anstatt Hinteregger oder irgendwie sowas. Who knows? Okay, und davor? Ich muss jetzt sagen, ich rechne diesmal damit, Kostic ist gesetzt, der kann auch. Ich glaube tatsächlich, dass Durm eventuell spielen könnte. Ich glaube, weil jetzt fangen diese Wochen an. Also wir haben, glaube ich, Arsenal dann. Oder wann ist Arsenal? Was haben wir dann? Am 19. Ist am 19. Nächste Woche. Das kommt dann, ja genau, da kommt schon Dortmund. Ich glaube, es fängt so ein bisschen jetzt an. Also ich gehe davon aus, dass wenn Hütter rotiert, dass er jetzt in Augsburg schon anfängt. Dass man sagt, okay, der Kostic kriegt eine Pause, damit er gegen Arsenal und Dortmund Vollgas geben kann. Und warum Durm? Guck mal, er hatte doch jetzt eine Länderspielpause, deshalb denke ich eher, dass da Costa spielt. Ja, klar, wie gesagt, ist auch nur ein Bauchgefühl. Aber eigentlich müsste da Costa spielen. Ich glaube, dieses krass auch, wie selbstverständlich wir immer sagen, Kostic da Costa. Ja. Ist ja auch geil. Ja. Ist ja auch geil, dass wir das sagen, ja, weil wir keine Schmerzen dabei haben. Weil wir es über anderthalb Spielzeiten nicht anders kannten. Also überleg dir mal. Ist doch geil. Ja, ist doch, natürlich. Das spricht doch dafür, dass man da gar keine Experimente machen muss und dass man mit der Lösung, die dann da ist, zufrieden ist. Ja. Wenn du immer überlegst, wie wir auch in den letzten Jahren oft rum überlegt haben, ja, da müssen wir, glaube ich, jetzt mal das ausprobieren. Weil genau. Hasebe hat dann mal Rechtsverteidiger gespielt. Oh ja. Dann haben wir gedacht, vielleicht können wir mal den ausprobieren. Dann haben wir hier schon gesagt, vielleicht kann man dann Gacinovic ausprobieren. Dafür spricht, dass wir nicht zufrieden waren. Ja. Dass das jetzt so ist, dass das für uns selbstverständlich ist, wenn wir die Abwehr durchgehen. Darf ich an die Experimente mit Fallett auf der Linksverteidigerposition erinnern? Ja, siehst du. Ja. Also da waren ja schon einige Dinge dabei. Ja, es waren halt wirklich viele, viele Experimente, ne? Wenn du dir nämlich echt überlegst, dass er dann auch weiter vorne, ja, wen lässt denn da mal spielen? Naja, komm, probierst du mal mit Rekorder. Nein, Spaß, aber ich glaube, selbst das, aber selbst da, ich meine, also wir haben wirklich, wirklich so viele Experimente zwischenzeitlich gehabt, und dass diese Positionen jetzt nicht aus Mangel an Alternativen, sondern an Qualität besetzt sind. Das finde ich schon cool, was ihr das nochmal erwähnt, denn das ist kein Standard, und dass die Eintracht sich mittlerweile auf diesem Niveau dann bewegt, da können wir echt stolz drauf sein. Und wenn wir jetzt in die Innenposition gucken, na, da können wir dann auch variieren, aber wir haben auch stabile Leute wie Rode, den ich auch wieder setzen würde. Ja. Und wie seht ihr das? Auch Rode? Auf jeden Fall Rode und Partner vielleicht mit So dann. Den hätte ich auch jetzt da. Das würde ich auch gerne sehen, ja. Ja. Rode und So ist für mich das Paradeduo da drin, muss ich sagen. Ja, das fände ich mördergeil, wenn sich das etablieren würde. Kostic, Rode, So, Da Costa. Boah, das wäre schon mördergeil. Das wäre schon geil, ja. Das wäre schon richtig, richtig geil. Kann mir allerdings vorstellen, dass Hütter hier die Auswärtsvariante mit Core statt Zone wählt. Aber gut. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Obwohl die Mannschaft ja eigentlich mit Augsburg jetzt nicht so stark ist. Sonst hätte ich sogar gesagt, vielleicht setzt er auf Fernandes mal wieder. Aber ich denke, da müssen wir nicht so defensiv uns stellen. Eigentlich, ich kann es aber nachvollziehen. Ich finde die Idee von dir jetzt auch gar nicht verkehrt. Ich glaube aber, dass du wirklich mal offensiv starten kannst. Und wenn du sagst, naja, komm, ey, So ist jetzt schon wieder fit, dann kann ich wieder gehen. Dann wäre das eigentlich das ideale Spiel von den nächsten drei, ihn auszuprobieren, muss ich auch sagen. Also besser das ihn reinzutun gegen Augsburg, als wenn du es gleich zu Hause gegen Arsenal oder Dortmund machst. Also ja, genau, das ist nämlich genau das Ding. Ja, weil Dortmund,
Da musst du dann eh wieder sehen, wie du agierst. Ich meine, das ist auch krass, ne? Wir haben jetzt die nächsten paar Spiele. Ja. Das Arsenal und Dortmund. Das ist schon krass. Naja, ja, spielen wir dann gegen Arsenal und. Nur 3 Tage spielen gegen Dortmund, naja. Ja. Das ist geil. Die anderen sagen so, die anderen sagen so. Sichere Preise. Und wir haben irgendwie trotzdem das Gefühl, wir müssen nicht beide Spiele verlieren. Also, das ist mega krass. Ja. Also, du hast irgendwie das Gefühl, keine Ahnung, gewinnen wir gegen Arsenal, spielen gegen Dortmund entschieden. Ja, ist jetzt übertrieben, aber. Ja, aber ich verstehe schon, was ihr meint. Also gerade von den dreien ist das jetzt das, wo es am meisten Sinn macht, nochmal irgendwie dem einen oder anderen ein bisschen Spielzeit zu geben, mal was auszuprobieren und wo du auch eigentlich wirklich ein bisschen offensiver reingehen musst, um da jetzt einfach auch die Punkte mitzunehmen. Wir legen uns, wir nehmen Rot und so, fertig. Ja, geil. Komm, geil. Hat ich schon eingetragen. Und davor der Freund Kamada. Ja, dem müssen wir jetzt durchdrücken. Also der muss sich diese Sachen, die ihm noch fehlen, muss er jetzt holen. Entschlossenheit, Kaltschnäuzigkeit, Spielpraxis, Erfahrung. Weil das was er schade, jetzt zeigt, ist mega. Sorry, Basti, ja, du erst. Nee, ich hab abgeschlossen mit das, was er jetzt ist teilweise mega. Also ich muss sagen, was halt ein bisschen schade, ich hatte gehofft, dass Gasinovic ein bisschen Spielzeit in der Nationalmannschaft findet, dass er vielleicht diesen absoluten Negativtrend ein bisschen vielleicht in der Nationalmannschaft liegen lassen kann und da die Wende findet. Jetzt hat er ja, glaube ich, keine Minute gespielt. Ist natürlich schwierig. Dementsprechend denke ich auch, dass auf jeden Fall Kamada da bleibt, weil einfach Gasinovic auf der Position ja eigentlich auch sein Potenzial ausschöpfen könnte. Aber da könnten wir jetzt wieder 1000 Mal, wir sind gerade in der Zeit zurückgereist in die vorherigen Folgen. Hören Sie sich bitte die Folgen der letzten 2 Jahre an mit unserer Meinung zu dem Potenzial von Gasinovic. Also ich bin da bei Basti, wir müssen da jetzt einfach Kamada mal, wir haben es so schön vor 2, 3 Folgen gesagt, mal mit durchschleifen. Der muss da jetzt einfach durch. Und ich glaube, das sehen auch alle anderen. Ja, und ganz ehrlich, der wird auch noch sein, der wird sicher wie Haus, wird der noch in ein Loch fallen. Und dann haben wir Gacinovic. Da kann er sich wieder beweisen. Als er jetzt reingekommen ist gegen Düsseldorf, hat er ja frischen Wind gebracht. Es ist ja nicht so, dass man sagt, Gacinovic soll am besten im Winter verkauft werden. Nee, nee. Aber es ist jetzt trotzdem mal, diese Planstelle ist jetzt erstmal besetzt mit Kamada. Der ist jung, der ist fit. Der wird aber qua seiner Unerfahrenheit und seiner, ja, seines jungen Alters auch noch trotzdem, wird der in ein Loch fallen. Also der wird nicht so durchrohren jetzt. Der braucht auch noch der wird sich seine Auszeit nehmen, dann kann Gacinovic doch da sein. Das ist doch für uns nur gut, dass da einer hinten dran ist, der sich dann wieder beweisen will, weil er das Gefühl hat, der ist noch unvollendet, ist er ja auch. Gacinovic ist jetzt auch noch keine 40. Also die Situation ist doch in Ordnung. Also ich sehe das entspannt. Und Gacinovic sollte das auch entspannt sehen. Die Chance wird kommen. Das denke ich auch. Und ich glaube ganz ehrlich, auch ich finde das immer so lustig, weil der Dennis hat echt einen kleinen Narren, ja, ein kleiner Sprechtag, hat einen kleinen Narren an Gacinovic gefressen. Das merkt man doch immer wieder in der einen oder anderen Aussage, weil ich sehe den stückweise gar nicht so negativ, wie du das so siehst. Aber es ist ja auch schön, dass wir hier unterschiedliche Positionen vertreten. Aber wie Basti sagt, im Endeffekt, die Zeit wird kommen und seine Möglichkeiten werden kommen. Und im Verlauf der Saison gibt es so viele Möglichkeiten, sich auszuzeichnen. Und vielleicht ist er dann plötzlich am Ende der Hinrunde dann doch derjenige, der dann wieder da spielt, weil er doch aus irgendeinem Grund mehr Tore erzielt hat als Kamada. Keine Ahnung, aber wir werden es sehen. Aber auch da sind wir glücklicherweise gesegnet mit einem, der fast alles hat, und Kamada, der auf dem Weg ist, zu einem Paket zu werden. Auch geil. Ganz kurz noch dazu, Marvin. Wahrscheinlich kann man es objektiv überhaupt nicht begründen, meine Situation, dass ich einfach Gasinovic absolut grauenvoll im Moment zumindest finde. Subjektiv ist es leider momentan so, aber ich hätte so gerne, dass er mich Lügen straft, dass er einfach geil spielt und auch entscheidende Tore macht und entscheidende Spielzüge super mal zu Ende spielt, etc. Das fehlt halt meiner Meinung nach momentan. Vielleicht ist es generell ein bisschen zu negativ gesehen, aber im Großen und Ganzen ist es einfach schade, dass er, gerade weil wir sein Potenzial schon gesehen haben, eben dann jedes Mal denken, oh Mann, jetzt hat er schon wieder falsch entschieden und. Zu deiner Entlastung muss man ja auch sagen, er hat schon viel dafür getan, dass das so ist. Man darf es nicht vergessen, klar, der hat wieder gute Spiele gezeigt, aber wie Dennis es gesagt hat, das ist trotzdem, es hat sich so sehr gehäuft irgendwann, dass er genau in den entscheidenden Situationen die falsche Entscheidung getroffen hat. Das sucht man sich ja nicht aus, man will ja nicht, dass er schlecht spielt. Aber ich finde jetzt einfach berechtigt, dass Kamada, und mich freut es auch, weil den hat keiner von uns auf dem Zettel gehabt. Ja. Und das ist jetzt mal, vielleicht ist es, wer weiß, vielleicht ist es einfach auch für Gacinovics Entwicklung ganz gut. Weil Gacinovic hat nämlich trotzdem, obwohl er dann immer wirklich auch schlechte Spiele drin hatte, nie wirklich so unglaubliche Konkurrenz gehabt. Klar, die Büffelherde war da, aber da war auch immer einer verletzt. Und trotzdem hat er sehr, sehr viele Spiele gemacht. Vielleicht findet er sich jetzt auch auf der Bank wieder, dass er sagt, scheiße,
Kacksituation. Wenn ich aber reinkomme, habe ich das Gefühl, ich habe nichts zu verlieren, weil die Leute erwarten nichts mehr von mir. Hm. Vielleicht ist das gut. Ja, hilft vielleicht auch an der Stelle. Ja. Vielleicht denkt er jetzt, gut, ich habe jetzt eh schon einen Stammplatz verloren, jetzt kann ich es nicht schlimmer machen. Plötzlich kann sein, dass er, wenn er diesen Druck nicht mehr hat, dass er jetzt abgeht plötzlich. Wer weiß das schon. Aber auch hier gilt dasselbe, was wir vorhin schon besprochen haben. Ist doch geil. Wenn wir sagen können, Gacinovic, bleib mal bitte draußen, wir probieren jetzt mal Kamada aus, der uns auch überzeugt hat. Also ist doch super, dass wir auf jeder Position, die wir gerade besprochen haben, mindestens eine Alternative im Kopf haben. Ja. Auf jeden. Geil. Jetzt kommt ja das Interessante auch noch vor Kamada. Ja. Das ist ich gehe all in, ich sag's, ich gehe all in, ich will Dost und Silva haben. Da wäre ich auch dabei. Das gefällt mir sehr gut, ja. Ja, da schließe ich mich natürlich an. Also da gibt's nichts. Also Dost und Silva sind zumindest die Starting Two auf jeden Fall da vorne. Und wenn, dann kannst du natürlich jetzt dann auch mal nachsetzen mit Paciencia. Wie gesagt, wir haben in der im letzten Ligaspiel Paciencia und Dost eine Halbzeit gesehen. Das hat mir gut gefallen. Wenn Silva wieder erwarten nicht ganz so gut reinrutscht, dann bringst du halt Paciencia. Kann ich mir auch vorstellen. Vielleicht auch für ein anderes System. Aber ich glaube auch, dass hier Augsburg ein gutes erstes Pflichtspiel für André Silva sein kann. Ja. Ich glaube, da sind wir uns alle mehr als einig. Damit hätten wir dann auch eine gar wundervolle Startelf. Mein Gott. Und da sind wir dann aber jetzt wieder in einem Bereich, wo ich sage, ja, das ist doch super. Dann haben wir nämlich auf der Bank sowohl Paciencia als auch Jovelic. Dann bin ich voll cool damit. Das ist genauso, wie es dann sein sollte. Ja, ich meine, auch Paciencia dann durchaus öfter mal reinguckt und auch seine Tore machen wird. Ich meine, man muss auch jetzt sagen, Paciencia hat ja überhaupt gar keine schlechte Torquote bislang. Nee. Der ist super in die Saison gestartet. Ne? Ihm fehlen halt noch so ein paar Prozent, aber die Tore, die er jetzt gemacht hat, ich glaube, wie viele Tore? Insgesamt 5 Tore in den Spielen, die er gemacht hat, das könnte schlimmer sein. Und ich glaube, der wird auf jeden Fall der gute Stürmer Nummer 3, wenn Silva sich auch durchsetzen kann. Und dann sieht die Bank auch wieder ein Stück weit besser aus. Ich wollte gerade sagen, du hast dann den Paciencia, Jovelic, Gacinovic auf der Bank. Du hast noch einen Touré, wahrscheinlich einen Fernandes da noch irgendwie rumsitzen. Ein Chor vielleicht noch. Also von daher, Auswahl ist da mehr als genug. Ja, super. Was Besseres kann uns da nicht passieren. Was glaubt ihr denn ergebnistechnisch, wie das am Samstag ausgeht, Herr Marvin? 3-1 für die Frankfurter Eintracht. Mhm. Bassi? Sag 2-1 für die Eintracht. Dennis? Ich glaube, wir fangen kein Gegentor und gewinnen 2-0. Okay, ich gehe in die Vollen und sage, das wird ein klares 4-0 für uns. Okay. Okay. Gottes. Hedrick Silva oder Dost? Oder wie hast du es aufgeteilt? Genau. 2 Dost, 1 Silva, 1 Kamada. Okay, sehr gut. Oha, Kamada, sehr gut, sehr gut. Du traust ihm viel zu, merke ich schon. Ich traue ihm viel zu. Also er ist in der Tat der, wo ich jetzt so die neue große Hoffnung reinsetze. Wobei ich mich, das ist halt auch wieder so das Problem, ich würde mich auch freuen, wenn er einen Hinteregger trifft. Ich würde mich auch riesig freuen, wenn er einen Kostic trifft. Oder wenn er da Costa so ein Ding dann da nochmal irgendwie über die Linie drückt. Also das ist halt auch wieder so das dann Problem. Dann tippst du nur 4-0, was da los? Weil ein 12-0 halt noch unrealistischer ist. 4-0 ist ja schon dezent hochgegriffen, würde ich jetzt mal sagen. Also ich finde das super. Super, dass du mal solche Tipps hier auskrebst. Man kann auch mal hoch gewinnen. Ja, warum momentan auch haben nicht? Wir auch die Möglichkeit. Warum auch nicht? Definitiv. Wie Basti schon gesagt hat, Augsburg, die müssen jetzt auch mal ein bisschen liefern. Die sind vielleicht auch ein bisschen angefressen wegen der vielen Postkarten, die sie geschickt bekommen haben. Ey, ja? Sag mal, habt ihr da irgendein Follow-up irgendwie mitbekommen? Haben die da mal ein Bild geschickt? Die sind halt aber auch echt spaßbefreit. Ne? Ja, so, das habe ich mir auch gedacht. Gestern. Da hätte so viel irgendwie draus machen können, irgendwie, was weiß ich, bei der, vielleicht überlegen sich da ja auch noch was, das wäre natürlich jetzt auch eine geile Gelegenheit für die Augsburg-Fans, jetzt halt auch irgendeine Choreo mit irgendwas mit Postkarten oder irgendwas zu machen, so nach dem Motto, was ihr könnt, können wir auch. Das weiß ich nicht, Choreo, aber ich finde trotzdem, was Marvin sagt, Augsburg hätte zumindest irgendwie mal ein Bild schicken können, weil ich habe auf jeden Fall über geheime Quellen erfahren, dass die nicht begeistert waren und dass da schon ein, zwei Kisten standen. Hinterher hat das ja, glaube ich, auch im Interview gesagt. Ja. Dass er da mal nachgefragt hat und dann haben die irgendwie böse auf zwei Kisten gezeigt.
Das kann ich mir vorstellen. Da hätte man sich wirklich einen Scherz draus machen können, so als die Verpflichtung bekannt worden ist, so von wegen, ja, hier habt ihr Hinti, aber lasst uns jetzt mit euren Postkarten in Ruhe. Irgend sowas. Ja. Also ich glaube, das hätte unsere Social-Media-Abteilung mittlerweile lustiger gehandhabt, muss man auch mal echt mal sagen. Ja, weil die verstehen das nämlich schon. Aber ich meine, ganz ehrlich, das ist doch so, das liegt doch so nahe, dass du damit irgendwas Lustiges machst. Und ey, wir müssen nicht alles so bier ernst nehmen, aber das ist doch eine lustige Geschichte. Und dann nehme ich die Karten so, ja genau, wie der Passier es eben sagt. Ja, hier habt ihr Hinteregger, wir haben euer Geld, aber jetzt ist mal gut mit diesen Postkarten oder was weiß ich, oder keine Ahnung, macht dann die Ablösesumme in Postkarten, zeigt, wird dann aufgezeigt oder so, so viel Geld haben wir jetzt, können so und so viel Postkarten dafür kaufen, keine Ahnung. Irgendwas Lustiges, aber gut, naja, es ist, die Puppenkistler sind anscheinend dauerhaft spaßbefreit anscheinend. Ja. Puppenkistler ist auch ein geiler Name. Puppenkistler. Hauptberuflicher Puppenkistler. Puppenkistler ist schon auf jeden Fall der Sendungstitel. Ich mache eine Ausbildung zum Puppenkistler. Ich bin bald fertig und bin jetzt in meinem Praxisteil. Sehr gut. Die Ausbildung zum Puppenkistler ab. Gesell oder Meister? Kannst du das Ganze, kann man auch machen. Ja. Bachelor. Wenn du Meister, genau. Schön, ja. Ich habe meinen Master in Puppenkistler. Hm, großartig. Kistler, ja. Großartig, großartig, großartig. Ja. Aber dann freuen wir uns doch mal auf dieses hoffentliche Marvin Puppenkistler. Puppenkistler und Flacherdler. Würde ich ganz gerne irgendein Twitter-Profil sehen. Genau. So, das ist auch so ein Verschwörungseinheit. Die Flacherdler, oh Gott. Ganz vergessen, ja. Meine Güte. Oh ja, naja. Das nennt schon der Negative Turn hier. Liebe Grüße nach Augsburg. Ja. Hier wird zu viel gelacht. Das sehen sie in Augsburg gar nicht gerne. Das kennen die nicht. Dann lass uns doch zu anderen Dingen kommen, nachdem wir ja dann jetzt auch unsere Ausstellung und unsere Tipps schon durch haben, müssen wir auch nochmal über Aktuelles sprechen. Der Herr Dennis hat gerade eben schon, wie das nach guter alter deutschen Beamtenlehre geht, bemängelt, dass ich diesen Punkt in unserem Sendungsdokument total übergangen habe. Von daher reden wir jetzt hier. Wolltest die Überleitung nur nutzen? Richtig, noch über Aktuelles. Der Herr Chandler, den wir ja jetzt in unserer Aufstellung als Alternative für den Rechtsverteidiger, Rechtsaußen, Offensiv, Dingensverteidiger gar nicht drin haben, hat seinen Vertrag verlängert bis zum 30.06.2022. Ja, ein bisschen, ehrlich gesagt, ein bisschen überraschend, weil ich hatte ursprünglich echt nicht gedacht, dass Chandler überhaupt nochmal großartig zurückkommt nach seiner doch relativ schwerwiegenden Verletzung. Erfreue mich natürlich daran, dass er jetzt den Kontrakt nochmal über ein Jahr verlängert hat. Das ist für ihn eine schöne Sache. Ich glaube, für die Eintracht und auch für die Bindung mit den Fans ist es eine coole Angelegenheit. Der ein oder andere mag ja das die zwei Interviews bei Fußball 2000 gesehen haben mit Chandler und hat mir auch gemerkt, was ein sympathisches Kerlchen das ist. Ja. Also ich glaube, für sowohl für den Lockerroom als auch, glaube ich, für Fans ist es eine gute Sache. Und wir haben ja auch gesehen, auch wenn es nur gegen Chemie war, er hat auch noch Bock zu spielen, er hat sogar ein Tor geschossen. Er scheint erstaunlicherweise wieder einigermaßen fit zu sein. Bin ja, ich voll bei dir, Marvin. Eine Frage, er hat darf, ist zwei Jahre verlängert, oder? 2022. Ja, gut, wir haben jetzt 21, 22, ich lebe immer ein paar Jahre voraus. Ich glaube, welchen nee, Aspekt man nicht gut vergessen darf, sorry, ist diese UEFA-Sache. Also dieses Local-Player-Ding. Die Eintracht scheint auch in den nächsten Jahren vorzuhaben, europäisch zu spielen. Das nehme ich aus dieser Meldung mit. So ist das. Das ist ein guter Punkt. Das habe ich gar nicht bedacht, Basti, das ist ein guter Punkt. Ja, vielleicht hängt es echt mehr damit zusammen, als wir denken können. Aber andererseits, du hast ja auch vollkommen recht. Ich meine, die Eintracht ist ein Club, wenn es einigermaßen gut läuft, kann es auch nächstes Jahr wieder ähnlich europäisch rund gehen. Und wer weiß, ob du dann einen Spieler hast, den du ähnlich aus dem Jugendbereich irgendwie hochgezogen hast. Ja, insofern ist es eine sichere Sache. Ob es dann de facto auch so kommt, wissen wir nicht. Ich ärgere mich tatsächlich ein Stück weit, dass ich eben gerade mit den Jahreszahlen durcheinander komme. Aber gut, wir arbeiten auch alle aktuell alle so viel, da können wir meinen, wir arbeiten zwei Jahre in einem Jahr auf. Versuche ich mir eine Brücke zu bauen. Ja? Ich habe ja beim Bahnbarburg mitbekommen, dass man viele Brücken bauen muss. Ja. Aber das ist nochmal ein wichtiger Hinweis von Basti, dadurch, dass er natürlich auch in der eigenen Jugend gespielt hat,
schlägt er dann natürlich in dieser UEFA-Euro-Wertung für den Kader dann halt nochmal ganz anders dazu buche, als jetzt nur ein Spieler, der einfach im Verband in der Jugend irgendwo unterwegs war. Von daher, ja, könnte das auch nochmal so ein Faktor sein, ja. Ja, ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen. Ja. Der ja auch trotzdem realistische Chancen hat, nochmal zu spielen und auch an der Stelle weiterzubringen. Weil du hast ja manchmal, nur um die Regelung zu erfüllen, dann irgendeinen Spieler mitzunehmen. Das war ja jetzt schon in der Nominierung mit Russ, wo du denkst, okay, krass, total verletzt. Einfach nur, damit du im Endeffekt überhaupt die Regelung erfüllst, einen Russ nominieren zu müssen, in Anführungszeichen. Ist zwar toll, dass er auch da die Mannschaft begleiten kann und so weiter. Weiß ich gar nicht, inwieweit das sonst dann möglich ist, da mitzusitzen, auf der Bank und so weiter, wahrscheinlich nicht. Dementsprechend schon eine coole Sache. Auf der anderen Seite halt schon Wahnsinn, dass die Planung oder dass das System mittlerweile so ist, dass du eigentlich einen Spieler, der definitiv kein Spiel spielen wird, mitnimmst, einfach nur um diese Regelung zu erfüllen. Deshalb denke ich, hast du mit Chandler auch eine tatsächlich realistische Alternative auf der rechten Seite, um dann auch, ja, wenn er fit ist, und wir erinnern uns an seine Hochsaison vor der schweren Verletzung, ja, da hat er ja wirklich super Spiele geleistet. Also ich bin da optimistisch, oder ich würde mich sehr freuen, wenn er auch nochmal an seine Leistung anknüpfen könnte. Also es gibt schlimmere Kaderspieler als ihn. Ich glaube, er ist auch wirklich wichtig für die Integration von den Leuten. Was man weiß, in dem Interview von So in der FAZ habe ich gelesen, dass er auch wirklich für die Integration und auch als Wortführer in der Kabine sehr, sehr wichtig ist. Aha, also es ist, gut, wie gesagt, es ist nicht immer so, dass die Leute, die spielen, irgendwie die meisten Redeanteile intern haben, sondern auch Leute, die halt länger dabei sind. Er ist ein guter Typ, das hat Marvin ja schon gesagt, das kam in dem Fußball 2000 Interview auch rüber. Darf man ihn unterschätzen, genau wie Fernandes. Also Fernandes ist auch ganz, ganz wichtig. Sehr, also der die Spieler an die Hand nimmt, der für den Teamspirit sorgt. Und ja, es kann nichts Besseres geben als Leute, die in der zweiten Reihe sind, die aber trotzdem einen positiven Vibe in die Gruppe bringen, als umgekehrt. Also das darf man nicht unterschätzen. Erinnern wir uns, als Deutschland Weltmeister geworden ist, wie du immer gesehen hast, wie die Bank mit abgegangen ist. Ja. Richtig. Das kann schon helfen. Ja, und Feld, du hast eben Fernandes genannt, das ist auch ein absoluter Teamspieler, wenn ich auch sehe, lustigerweise gucke ich mir bei ihm öfter mal an, was der Fuchs, Social Media Fuchs, also treibt im Endeffekt, ja, denn Jadson Fernandes hat Social Media ganz gut verstanden und ist auch sehr bei Likes dabei, kommentiert viel, und dann sehe ich auch, dann macht er, glaube ich, nicht, wenn er die Leute alle scheiße finden würde, weißt du, und ich habe echt das Gefühl, dass das ein Typ ist, bei dem sage ich, okay, der versucht auch die, wie soll ich sagen, die Stränge innerhalb zusammenzuziehen und festzuhalten, insofern ist das eine coole Sache, und bei Chandler, glaube ich, das fast ebenso, vielleicht eher auf eine Direktkommunikative Art und Weise, da fällt mir immer wieder auf, wir reden ja so, ne, Chandler ist halt auch erst 29, ne, das ist schon absurd. Krass. 3 Jahre älter als Da Costa. Krass. Ja, das stimmt schon. Also der hat auch noch ein paar gute Jahre vor sich, und wie ihr schon gesagt habt, der ist auch durchaus immer mal in der Lage, auch so ein Spiel mal durch seinen Einsatz nicht nur neben dem Platz, sondern auch auf dem Platz dann nochmal so ein bisschen nach vorne zu bringen. Von daher ist es eine sehr positive Situation. Yes, sir. Die Frage, wie positiv die andere Situation ist mit dieser Euro-League-Situation, die wird sich am 19.09. klären. Nicht nur, weil dann das erste Gruppenphasenspiel gegen Arsenal ist, sondern an diesem Tag auch wir mal wieder auf der Tagesordnung der UEFA-Disziplinarkammer stehen mit eventuellen Strafen wegen Pyro gegen in diesem Straßburg-Spiel. Nicht gegen, sondern in. Wir sind da ja so ein bisschen auf Bewährung, und ja, da wird es jetzt die eine oder andere Diskussion nochmal geben. Was genau da passiert, wissen wir nicht, aber irgendwie sowas zwischen Geldstrafe und Fan-Teil bis ganz Ausschluss ist irgendwie so die komplette Range da gerade dran. Tja, es ist halt, nichts Genaues wissen wir nicht, aber es nervt halt, ne? Ja. Es ist irgendwie jetzt doof. Du hast jetzt irgendwie die Spiele, wir hatten es ja letzte Woche, Dennis und ich, schon besprochen, du hast eigentlich auch geile Ziele, wo du auch mal irgendwie wieder hinfahren kannst, was jetzt auch irgendwie gut zu handeln ist, wo du vielleicht auch halbwegs vernünftig wieder an Karten irgendwie rankommst oder auch einfach so vor Ort sein kannst, Stichwort Lüttich.
Und dann da wieder so das Fragezeichen hinten dran zu machen, ist nicht unbedingt das, was du da jetzt als Fan unbedingt haben willst. Aber obwohl der eher das Portugal-Spiel so ein bisschen im Fokus gerückt ist. Zumindest was man so in den verschiedenen Berichten gelesen hat, dass das tatsächlich problematisch werden könnte, ist natürlich super ärgerlich, weil klar, die Leute, wenn trotzdem jetzt alle alles schon gebucht haben, alles bestellt haben, sonst ist es ja wieder unbezahlbar. Auf der anderen Seite ist schon schade, wenn du dann nicht ins Stadion darfst. Oder gab's auch da wieder nicht, diese. Gab es nicht gerade mit diesem Portugal-Spiel nicht sowieso jetzt nochmal irgendwie was, weil vorher überall der zweite Zehnte stand und jetzt ist hat es doch sich am dritten verschoben. Ja, aber ganz am Anfang war es ja eigentlich, ganz am Anfang in der ersten Auflistung hatte ich es gesehen gehabt, da hatten wir es auch überlegt gehabt wegen der Buchung, da war es der dritte, zehnte, dann wurde es nochmal auf den zweiten verlegt, jetzt ist es anscheinend, es liegt wohl ja irgendwie dran, dass diese verschiedenen Clubs eben nicht gleichzeitig spielen dürfen, es darf den Anstoßzeiten dann mit Champions League sich nicht kollidieren und was weiß ich, also es waren ja ungefähr 10 Aspekte, die da berücksichtigt werden und ja, jetzt ist es irgendwann nachmittags das Spiel. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, wann soll denn das Spiel eigentlich stattfinden am 3. 16:50 oder sowas? Nee, das wäre der Anschlusszeit für den 2. gewesen, so wie ich das jetzt im Kopf habe, ist es für den 3. wieder auf 21 Uhr unserer Zeit und bei denen wäre es dann 20 Uhr wegen hier Zeitverschiebungsgedöns. Danke, ja, okay. Das war jetzt mein letzter Kenntnisstand. Ich klicke da aber gerade noch mal rein. Donnerstag, 21 Uhr, ja, genau. Crazy, ey. Wer ist denn von euch jetzt alles da? Also, Basti, du hast schon gebucht oder was, ja? Jo, ich habe alles schon gebucht. Also, Portugal wird bei mir nichts, wir sehen uns dann. Ich fliege auch trotzdem nach Portugal und werde dann meine Portugiesischkenntnisse auffrischen und als neutraler Zuschauer dieses Spiel besuchen. Ja, fang schon mal an, Vokabeln zu üben. Wir fragen die nächste Woche schon mal die ersten ab. Oh. Gute und Grüße sagt man auch in Portugal, lieber René. Das müsstest du eigentlich wissen. Das weiß ich. Das ist weiß ich. Wie der Portugiese sagt. Wie der Portugiese sagt, genau. Auswärts ist bei mir arbeitstechnisch leider wieder blöd gefallen. Okay, ja, also ich hoffe mal sehr, dass es bei mir klappt. Müssen wir mal gucken. Aber ja, ich habe zu spät geguckt, weil ich wegen Umzugsstress irgendwie keine Zeit hatte. Ja. Mal genau zu gucken, wegen Buchung und so, da muss man ja doch immer relativ schnell sein. Und jetzt ist alles, jegliche Preise in die Höhe geschnellt. Ich habe mir jetzt schon die luftikussesten anderen Optionen angeschaut. Ja, Querverbindungen von nicht von einem Frankfurter Umfeld zu fliegen, sondern von ganz woanders her. Mal gucken, was sich da noch tut. Also die Hoffnung habe ich noch nicht aufgegeben. Weil du hast ja eben angesprochen mit Lüttich, da muss ich leider Abstand von nehmen. Sehr ärgerlich. Ja, und das wäre halt gerade so, da kannst du halt echt easy irgendwie hinfahren. Lüttich, da wohnst du doch fast, ey. Du bist ja hier bei der fast weg von Frankfurt weg. Also ich kann da fast hinspucken. Also. Ohne Mist, ey. Kannst du mal Fahrradtour hinmachen, ey. Das wäre sogar drin gewesen, theoretisch. Ja. Das wäre sogar drin gewesen. Das ist für mich allerdings arbeitstechnisch auch eher ein blöder Termin. Urlaub nehmen oder kündigen, René? Ja, das habe ich fürs Heimspiel getan. Also nicht das mit dem Kündigen, aber das mit dem Urlaub nehmen. Das sehr gut. Haut hin. Gut, sehr gut. Ja, aber Marvin hat es schon gesagt, die Preise sind echt sehr, sehr schnell, sehr, sehr verrückt geworden. Ja, aber das war doch zu erwarten. Also für Portugal muss ich jetzt den Umweg Luxemburg machen. Also kenne ich mich schon aus in Luxemburg. Da ging es doch einigermaßen. Passt von der Reihenfolge her nicht ganz, sonst hätte sie quasi nach dem Lüttich-Spiel dann direkt irgendwie weiter, aber. Passt von der Reihenfolge her nicht. Nee, aber ich bin zufrieden. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit der Auslosung und mit meiner Reiseplanung. Ich bin sehr, sehr gespannt. Klar, wie immer, selber Action. Karten. Aber gut. Ja. Wir hätten auch immer Jod Young, wie der Axel sagen würde. Wie der spanische Kölner sagt. Ja. Ja, ja, ich bin mal gespannt. Also 19.09. ist ja erstmal zu Hause gegen Arsenal. Alter. Und das ist ja mehr als entspannt. Das ist ja nächste Woche schon, Alter. Das ist nächste Woche Donnerstag. Das spielt nächste Woche zu Hause gegen Arsenal London, Alter. Ja, fuck. Und es ist kein Dies-Das-Freundschaftsspiel, sondern es ist ein Pflichtspiel in der Gruppenphase der UEFA Euroleague. Geil. Und ohne der nächsten Woche zu weit vorgreifen zu wollen, aber ich rechne sogar mit guten Chancen. Dazu nächste Woche. Ja, aber da muss man aufpassen, dass man sich nicht von der letzten Saison blenden lässt. Normalerweise
in einem normalen Universum verlieren wir gegen Arsenal London. Die Mannschaft ist trotzdem nice. Das ist doch das Ding. Und wir müssen da echt die Kirche wirklich im Dorf lassen. Ja, also, ich habe auch schon Leute gehört, geil, wenn wieder Gruppenerste, Leute, beruhigt euch. Nee, so weit würde ich auch nicht gehen, aber wir sind auch nicht total chancenlos. Nein, aber wir sind nicht chancenlos. Aber ganz ehrlich, mein Ziel ist Europa League Gruppenphase. Dass wir sie erreicht haben, ist super. Ja, mehr will ich jetzt, genau. Also mehr brauche ich jetzt nicht. Aber wenn mehr geht, natürlich umso besser. Aber dass wir uns wieder in einen Rausch spielen, der uns kein Spiel verlieren lässt in der Gruppenphase, das ist möglich. Aber jetzt wahrscheinlich nicht der Regelfall. Und ich nehme es, wie es kommt. Und ich bin einfach so froh, dass wir wieder 6 geile Spiele haben. Ja, und wenn wir am Ende trotzdem auf Platz 2 stehen oder auf. Ich wollte es gerade sagen, nämlich Marvin. Ja. Die Gruppenkonstellation gibt ja her, dass du trotzdem als Zweiter in die nächste Runde einziehst. Dementsprechend ist schon. Aber wie geil ist es denn, dass wir jetzt sagen, so das eigentliche Finale, was wir uns gewünscht hätten letzte Saison, haben wir jetzt sogar 2-mal. Stimmt. Das ist also ich richtig. Muss wirklich auch sagen, was Dennis sagt, ist für mich wirklich das höchste der Gefühle. Vielleicht können wir wirklich Zweiter werden, aber selbst wenn nicht, dann geht hier nichts verloren. Also man muss wirklich da sich beruhigen. Die Eintracht, so schnell wie diese Entwicklung gegangen ist, so sehr muss man auch seine eigene Erwartungshaltung ein bisschen entschleunigen. Die Eintracht ist trotzdem kein Mitfavorit in dieser Gruppe, das tut mir leid. Also Standard Lüttich ist trotzdem ein Verein, der kann uns trotzdem ärgern. Haben wir bei Straßburg schon gesehen, die waren sehr, sehr unangenehm. Das sind Mannschaften, die können uns ärgern, müssen natürlich nicht. Kann aber alles irgendwie zusammenkommen, dass du dann halt da Dritter wirst. Meine Güte, dann bricht die Welt auch nicht zusammen. Ich finde einfach, dass diese 6 Spiele, die wir durch diese Qualifikation jetzt wieder erreicht haben, die sind schon Belohnung genug. Und wenn wir in der Bundesliga eine geile Rolle spielen und wirklich viele Pfeile hinter uns lassen, dann ist alles in Ordnung. Zumal ich damit rechne, dass im nächsten Sommer nicht alles wegbricht, hoffentlich. Ja, das ist, also ich meine, wir gucken natürlich hier ganz schön in die Glaskugel. Ich habe aber eine ähnliche Vermutung so, also von dem, weil das Gerüst ja jetzt schon natürlich ein bisschen fester ist, ne? Du hast feste Verträge mit Trapp gemacht, mit Hinteregger gemacht, mit Rode gemacht. Das sind jetzt Leute, die auch jetzt so ein bisschen das Gerüst der nächsten Jahre, glaube ich, aufbauen und bilden sollen. Ein Dika kommt noch hinzu. Du hast viele Spiele. Ein Dika ist, da kann natürlich immer passieren, dass der weggeht. Wenn der nochmal einen kleinen Leistungssprung macht, ist der schnell in Frankreich dabei in den Top-2-Teams und dann auch plötzlich in der Nationalmannschaft. Das wird bei ihm, ich hoffe auch bei ihm, dass es so diese Richtung geht. Können wir dann auch mal froh sein, dass wir einen französischen Nationalspieler rausgebracht haben. Halte ich absolut nicht für unrealistisch. Aber ansonsten hast du da echt ein gutes Gerüst und ich glaube auch nicht, dass das so viel wegbricht. Ja, vielleicht kostet, aber das sind noch ungelegte Eier. Aber es wird nicht dieses Herausziehen von 3 Topstars geben, was du in dieser Saison einfach hattest. Da gehe ich auch von aus, ja. Aber wäre ja schon mal geil, wenn es Topstars sind, heißt, die haben in der Saison wieder dieselbe Leistung gezeigt und dann sind wir doch schon zufrieden. Das ist es doch eigentlich. Wenn du die dann gut verkaufst für gutes Geld und entsprechend wieder gut investierst, dann soll es uns auch recht sein, weil dann haben sie definitiv auch wieder eine super Saison gespielt. Ich habe ein bisschen Angst, dass der ein oder andere ein bisschen überpaced hat in der letzten Saison, dieses Jahr dann die Leistung nicht ganz so zeigen kann. Das wäre wirklich schade, aber ansonsten, dann ist das halt so. Gute Spieler sind begehrt, daran werden wir uns dann gewöhnen müssen. Das ist leider sehr wahr, was du da sagst, Dennis. Aber schauen wir mal. Also von daher nächste Woche zum einen Entscheidung in dieser UEFA-Disziplinarkammer, was jetzt mit eventuellen Strafen ist, aber noch viel wichtiger, endlich geht die Gruppenphase los. Wir spielen zu Hause gegen Arsenal London und das wird auf jeden Fall von der Stimmung her ein denkwürdiges Finalersatzspiel, nenne ich es jetzt mal. So. Und damit müssen wir dann jetzt mal ein bisschen in die Vergangenheit schauen und uns fragen, was macht eigentlich Spieler XY? Aber erstmal kommt jetzt hier unser heißgeliebter Jingle. Du musst erstmal die Zeitleitung einschalten. Was macht eigentlich? Ja, was macht eigentlich? Was macht eigentlich? Was macht eigentlich? Die Anzeige zeigt dir, wohin du fährst, die Anzeige, wo du bist und die hier, wo du warst. Aha. Was macht eigentlich der? Du weißt schon, wen ich meine. Mir fällt einfach gerade sein Name nicht mehr ein. Stark. Ich finde diesen Jingle immer noch großartig. Vielen, vielen Dank, Rufen. Hervorragend. Ja. Wunderbar. So, liebe Freunde, wir machen es wie immer hier, wo Hinweis für Hinweis, könnt ihr anfangen zu raten. Ich gebe euch erstmal einen ganz
Hinweis, der euch noch nicht viel helfen wird. Wir reden über einen offensiven Mittelfeldspieler. Das ist jetzt ja. Fängt schon mal saugut an, oder? Ja, Kajo. Markus Weißenberger. Nein. Kam von den. Der ist schon ein bisschen älter. Kam von den Stuttgarter Kickers damals zu uns. Dann ist es nicht Kajo. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, es gab mal jemanden, einen Spieler, der musste mit Tesa Krepp über den Namen, unser Name wurde dann draufgeschrieben. Ach du Schande. Weil die das Trikot nicht hatten. Es kam von Stuttgarter Kickers, ist von uns nach Hannover gegangen und hat danach eine sehr lange Odyssee auf sich genommen. Haben wir noch eine Jahreszahl? Oder ein Er war bei der Eintracht 98, 99. Mhm. Krass, eigentlich so die Zeit, die wir in den letzten Jahren, die letzte Zeit ja auch ganz gut beackert haben. Ja, er ist vor der Saison, die wir jetzt besprochen, ist er gewechselt nach Hannover. Also ist er nicht in diesem Kader drin, ist aber gegangen. Ist mir dann aber aufgefallen, als ich die Abgänge gesehen habe bei unseren Recherchen zu, was war vor 20 Jahren. Kommt ihr nicht drauf, Marokkaner? Bruno hatten wir schon mal, ne? Hatten wir schon mal? Ja, den habe ich in der, ich glaube, letzte oder vorletzte Folge, glaube ich. Da war ich nicht da, Alter. Scheiße. Hey, deswegen habe ich gedacht, ich hatte diese Geschichte mit Bruno so ein bisschen im Kopf, aber gedacht, na gut, das hatten wir halt vor 2 Wochen. Da war ich leider nicht zu Gast, das tut mir sehr, sehr leid. Großartig. Geiler Spiel, was hat der denn danach vorgehabt, Alter? Ja. Der ist wirklich dann St. Pauli, Brinkum, FC, Neuland, Goslar, Ramling, Walsrode, Rotenburg, Soltau. Murat Brunner, ja, das tut mir natürlich sehr, sehr leid. Da hätte ich besser mir die hätte besser mal die alten Folgen gehört, die gar nicht so alt sind, lieber Basti. Ist ja kein Problem, dann nehme ich jetzt einfach noch einen. Ist es okay? Oh. Ja, ist okay. Ja, ich hätte sonst auch noch einen gehabt, aber dann mach du. Mal gucken, wenn wir den auch schon hatten, dann habe ich noch eine Reserve. Alter, ja. Dann geht's aber rund. Also, es ist ein Spieler, der uns in der Offensive ein Stück weit geholfen hat, muss man sagen. Okay. Also Offensivspieler, aber nur zu Zweitliga-Zeiten. Also da sind wir schon abgestiegen, brauchten ein bisschen Verstärkung in der Offensive. Und ist auch jemand gewesen, der sogar, kein Länderspiel gemacht hat, ist von einer kleineren Nation. Man könnte sagen Randgruppennation gewesen, hat kein A-Länderspiel gehabt. Randgruppennation. Ja. Auch nicht schlecht, ja. Welche Saison sprechen wir denn mal? Günzensberger. Was? Urs Günzensberger. Alter, richtig. Alter. Richtig. Bist du denn da jetzt drauf? Was ist denn hier los? Die Gruppennation hat alles verraten. Ja, ich denke auch. Auf jeden Fall. Schweizer. Grüße in die Schweiz auf jeden Fall. Genau. Mit Urs auf Bundesliga-Kurs. Ja, weil, ja. Ist ja geil. Das. Ein herausragend lustiger Spieler, ja. Hat für die Eintracht dann auch immerhin, glaube ich, 11 Tore gemacht, wenn ich das war richtig erinnere. War er nicht im Gefängnis auch oder so? Oder ja, wildeste Geschichte. Saß halt in der Saison 1997, ja, halt einfach mal im Gefängnis. Das ist eigentlich genauso, wie ich mir die Eintracht eigentlich immer wünsche. Der ein oder andere im Gefängnis kann halt gerade nicht Fußball spielen. Genau, aber war nur ein Verkehrsdelikt. Also war jetzt nichts, wo man sagen würde, ja. Hätte jetzt irgendjemand, aber die sind auch relativ. Hat's was mit E-Scootern zu tun gehabt? Noch nicht, aber ich glaube, E-Scooter, da kommen die ersten Bundesligaspieler, Spieler kommen auch bald in Knast oder die Spielerfrauen oder so vielleicht. Also ich habe da relativ große Hoffnung, dass die ersten Spielerfrauen eingeknastet werden, weil sie E-Scooter benutzen. Aber 1997 war es noch das normale Autoverkehrsdelikt und da hat es ihn danach nicht mehr so ganz zur Eintracht getrieben. Er war, wie gesagt, war 1997 hat er einen Vertrag gehabt und ist dann aber 98 dann weggegangen zu Lausanne Sports. Dann hat er noch ein paar Spiele gemacht und auch gar nicht so verkehrt. Also das war jetzt wirklich kein schlechter Kicker, das darf man nicht vernachlässigen. Der hat echt ordentlich gescored in der Super League. War beim FC Wie alt ist der Marvin mittlerweile? Mit oder? 50 oder mit, sowas? Mit, Wie alt ist der? 51 Jahre alt. Genau. Ach du Schande. Auch schon, ja. Ja. Aber er hat eigentlich, es war schon jemand mit einem Torriecher, war so gefühlt, ich weiß gar nicht, wie groß er war, aber irgendwie so ein kleiner Wusler. Aber so für die Zweitliga-Zeiten, auch für diese Truppe, die wir da damals hatten, war das gar nicht so verkehrt. Ja, also verrückt.
Also Urs Gundensberger ist echt so eine lebhafte Erinnerung, die ich einfach damals hatte. So, lustigerweise, wir hatten ja schon öfter drüber gesprochen, über was war unsere Assoziationszeit in Sachen Fußball, in Sachen Eintracht. Bei mir war das ja tatsächlich so die Abstiegssaison und dann halt dann die erste Saison nach dem Abstieg. Und da war der Urs mit Urs, wie du es richtig gesagt hast, Basti, auf Bundesliga-Kurs schon einer der Spieler, die ich ein Stück weit auch aufgrund vieler ironischer Momente in mein Herz geschlossen habe. Feine Sache, ja. Ja. Kam, ich glaube, von welchem Verein kam der? Ich glaube, der kam sogar von, kam auch aus der Schweiz. Ja, genau, vom FC Zürich, genau. Und dann Eintracht Frankfurt und dann irgendwann Lausanne Sport und dann FC Basel. Also hat schon die Top-Clubs, würde ich mal sagen, im internationalen Fußball schon mitgemacht. Ja, vierte Liga. Vielen Dank, Marvin, dass du das gerettet hast, dass ich. Kein Ding. Aber man kann nicht oft genug über Murat Bonnoir sprechen. Ja, nein, auf gar keinen Fall. Ist ja auch lustig, ja, wenn du überlegst, dass der jetzt irgendwie, ich glaube, ist noch Spielertrainer oder so mit seinem Bruder zusammen. Da haben wir ja letzte Woche oder vor zwei Wochen drüber gesprochen. Also, ja, skurriler Typ in jedem Fall. Sehr schön. Also, unser Spieler der Woche, Urs Gundensberger. Sehr cool. Diese Woche hervorragend. Ja, da müssen wir jetzt noch reden, was ist denn generell so vor 20 Jahren in der damaligen Bundesliga-Saison passiert? Liebe Zuschauer, Alexander Schur. Jetzt ist Schluss! Eintracht Frankfurt ist in der Fußball-Bundesliga. Ja, ist es denn zu glauben? Frankfurt verspielt den Aufstieg im eigenen Stadion. Willkommen im Irrenhaus! So, und wir sind mittlerweile auch in der Saison von vor 20 Jahren beim vierten Spieltag angekommen. Bevor wir über den sprechen, müssen wir aber erst nochmal hier eine kleine Verwirrung auflösen. Ihr erinnert euch vielleicht noch, dass wir vor, als wir über den zweiten Spieltag gesprochen haben, uns gewundert haben, warum da 5 Punkte und nicht 6 Punkte standen. Und wir haben es damals irgendwie draufgeschoben, oder war es am dritten Spieltag, ich weiß nicht mehr genau, weil da hatten wir es draufgeschoben, dass die Daten bei Fußballdaten.de nicht richtig eingepflegt werden. Da hat uns der liebe Christian darauf hingewiesen, dass das schon korrekt in dem Falle ist. Die Eintracht hat nämlich in der Saison 99-2000 wegen Verstoß gegen die Lizenzauflagen einen Punkteabzug von 2 Punkten bekommen. Der ist erst so ein Klassiker früher, ja. Genau, es war harte Diskussionen, ob die Lizenz ganz entzogen wird und am Ende waren es nur 2 Punkte Abzug und eine halbe Mille an Geldstrafe. Das war irgendwann so um den 29. Spieltag rum. Fußballdaten.de scheint das aber direkt von Anfang an eingepflegt zu haben. Deswegen wechseln wir jetzt an dieser Stelle zu den Freunden vom Kicker. Die ziehen das nämlich erst am Saisonende ab. Und deswegen kleine Korrektur, nach dem Stand die Eintracht am dritten Spieltag nach dem 2:2 gegen Duisburg natürlich auf Platz 2 hinter dem zu Recht vorhandenen Tabellenführer, dem Hamburger SV. Guck an. Und dann springen wir jetzt an den vierten Spieltag, der dann da stattfand. Ja, ist nicht ganz so gut gelaufen. Das letzte Mal haben wir es ja angespoilert. Ja. Ein Münchner Club. Genau. Gegen wen haben wir gespielt, lieber Herr Dennis? Gegen 1860 München. Genau, natürlich gegen 1860 München, den besseren der beiden Münchner Vereine, zumindest vielleicht der damaligen Zeit. Und sind da leider 2-0 baden gegangen, kann man so sagen. Schiedsrichter Lutz Michael Fröhlich, wer ihn noch kennt. Liebe Grüße. Ja. Geiler Kader auch, wenn man das macht, echt Bock, auch die gegnerischen Mannschaften sich anzuschauen. Wir haben hier Gerald Farnburg, Roman Tietze, Thomas Hessler. Ich wollte gerade sagen, Icke Hessler im Zentraloffensiv-Mittelfeld. Paslak. Übrigens ja Spieler des Spiels auch, Thomas Hessler. Also ja, ganz wichtig. Winkler, Martin Max. Die hatten damals einen unfassbar guten Kader, wenn du das so hörst. Ne? Ja. Das ist echt schon krass eigentlich. Ja. Trainer. Ich wollte gerade sagen, hat auch einen grandiosen Trainer mit Werner Lorand. Ein Trainer, der auch nur in der Zeit wirklich gut funktioniert hat, muss man sagen. Ne? Ja, aber da hat es ja geklappt. Richtig. Ja. Schon sehr, sehr lustiger Typ gewesen. Torschützen, 25. Minute Martin Max und 83. Minute Harald Czerny. Hat leider nicht funktioniert bei der Eintracht. Nikolov, Bindewald, Krach, Zampach,
Held, Jansen, Schur, Weber, Salou, Guimier und Cheng Yang vorne. Ja. Bei Cheng Yang kann man schon sagen, schwierig, dass das so funktioniert hat. Da wollte die Eintracht sehr, sehr früh die asiatischen Märkte erobern, hat sich dann den falschen Spieler ausgesucht. Muss man leider so sehen. Das ist schon krass, ey. Aber ich meine, wenn du überlegst, wie lange Lorand da zu der Zeit halt auch schon irgendwie Trainer war, ne? Er war ja auch schon eine ganz schöne Zeit Trainer. Bei 1860 auch einen unfassbaren Aufstieg gehabt. Die sind ja auch von ganz nach unten nach oben gekommen. Das ist schon sehr, sehr spektakulär. Aber auch wer dann alles irgendwie da mitgemacht hat. Ich glaube sogar bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube auch ein junger Martin Stranzl war da auch schon im Dunstkreis der 1860er. Entweder war er in der Jugend oder er hat sogar schon im Profikader gespielt. Also Stranzl ist der ja auch bis vor ein paar Jahren noch Fußball gespielt. Spielt er noch? Nee, jetzt glaube ich jetzt gerade nicht mehr. Aber das ist schon ziemlich, nee, jetzt halt Karriereende, aber bis vor ein paar Jahren hat er noch gespielt. Schon nicht uninteressant, aber trotzdem schade, dass wir da verloren haben. Wie geht es da jetzt weiter bei der Eintracht? Also die ersten dunklen Wolken ziehen auf, würde ich behaupten. Ja, es sieht nicht mehr ganz so gut aus. Wie spielen? Jotov kam nur für die letzten 12 Minuten zum Einsatz. Konnte aber da auch nichts mehr reißen an der Stelle, leider. Ui, wenn ich will gar nicht in die Zukunft schauen. Sieht nicht so gut aus in der nächsten Zeit. Auf jeden Fall kann man schon mal anteasern. Nächste Woche haben wir das andere bayerische Team zu Gast. Wer hat denn eigentlich getroffen? Also wer hat die Tore geschossen? Martin Max und Harald Czerny. Harald Czerny, okay. Alles klar, also Olaf Bodden nicht. Ich bin Olaf Bodden. War auch so ein Spieler seiner Zeit irgendwie. Ja, also. Genau. Alter Stürmer. Aber gut, wir haben Bernhard Winkler in der Startelf. Das ist ein ähnlicher Spielertypus gewesen. Ja, das ist auf jeden Fall. Bei Olaf Bodden ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, dass es sowas gibt wie pfeifisches Drüsenfieber tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ich erinnere, der war ja dann echt lang out of order. Ich weiß gar nicht, ist der nochmal zurückgekommen? Aber da ist ja nie wieder großartig was zurückgekommen. Aber irgendwie, davor hatte ich nie was von dieser Krankheit gehört. Und seitdem Olaf Bodden es hatte, war mir bewusst, okay, das ist eine Krankheit, die auch der ein oder andere Profisportler sogar hat. Ich weiß gar nicht, ob ich. Nächste Woche wird es echt interessant, ja. Um nicht zu viel zu verraten. Ist ein sehr spektakuläres Spiel gewesen. Genau, aber halten wir mal fest: zum Abschluss des vierten Spieltags Eintracht einen Platz nach unten gerutscht auf Tabellenplatz 3. Leicht überholt von Leverkusen, die dem HSV damals ganz hart auf den Fersen waren, die nämlich an dem Spieltag zwar gepunktet haben, aber dann so ein bisschen Wind von hinten bekommen haben. Von daher, ja, ein sehr lustiger Spieltag. Werder Bremen damals 5-0 gegen Kaiserslautern und der HSV 5-1 gegen die Hertha. Da sind noch Tore gefallen. Und dann, wie Basti schon gesagt hat, am nächsten Spieltag der andere Südverein zu Gast. Und dann schauen wir mal. Im ausverkauften Waldstadion. Was wir ja jetzt letzte Woche wieder mit Erschrecken festgestellt haben oder unsere Bildungslücke geschlossen haben mit knapp 60.000 Zuschauern. Natürlich eine feine Sache. Ach du Schande. Ich realisiere gerade erst, dass das dieses eine ominöse Bayern-Spiel war. Aber da reden wir dann nächste Woche drüber. Ja. Das war doch, ja, das war so dieses ganz, ganz kuriose Ding. Ich will jetzt keinen Downer jetzt hier reinsetzen. Ich habe aber Olaf Bodden nochmal gegoogelt, ne? Und wir haben ja eben gerade über die pfeifische Drüsenfieber gesprochen, was eine Krankheit, die durch ihn zum ersten Mal bei mir in Erinnerung getreten ist. Und da habe ich jetzt mal gegoogelt und dem geht es echt schlecht, ne? Es gab zuletzt sogar ein Benefitspiel für ihn. Also der ist schwer erkrankt. Und da ist das Erlös dieses Benefitspiels, und das war jetzt in 2019 der Meldung, ist sogar an ihn gegangen. Also der, wenn ich das richtig sehe, sitzt im Rollstuhl beziehungsweise liegt im Bett. Also das ist richtig, richtig krass. Also das sind so Sachen, die, wenn du jetzt nicht gezielt danach suchst, gar nicht mehr so in diesem Erscheinungsbild zutage treten. Nee. Und er leidet an chronischem Erschöpfungssyndrom und ist seit Jahren ein Pflegefall. Also tut mir sehr leid. Im Endeffekt war wirklich in der Zeit, in der Hochphase von 1860, halt, die auch mit Lorand geprägt war, einer der prägendsten Figuren, ja, die auch wirklich Qualitäten hatte, ne? Also Kopfballmonster und so gewesen. Schade. Also muss ich echt sagen, ziehe ich trotzdem meinen Hut, auch bei aller Kritik, die es immer wieder gegen 1860 manchmal gibt, ziehe ich aber trotzdem meinen Hut, dass es immer wieder
Benefit-Spiele gibt für ihn, damit irgendwie ein bisschen Geld reinkommt. Also so die soziale Komponente darf da auch nicht ungeachtet bleiben. Ja. Krass. Das nur so viel. Also ich meine. Ja, ja, danke für die Ergänzung. Ich hatte das auch alles irgendwie gar nicht so drastisch in Erinnerung, aber das klingt schon sehr, sehr krass, so alles in allem. Ja, das ist echt crazy, ja. Naja. Nur gut. Krass. Ja, aber gut, dann haben wir auch da einen leichten Rückschlag zu erleiden und schauen dann in der nächsten Woche mal, wie es am 5. Spieltag dann weitergeht. Und ich habe da ganz schlechte Erinnerungen an dieses Spiel. Aber da werden wir dann nächste Woche ausführlicher drüber reden. Ja, und wenn ihr jetzt nochmal was Positiveres wollt, erinnert euch an die Worte, wenn ich Werner Lorand im Kopf habe, erinnert euch an die wunderbaren Worte, Queke, das wird ein wunderbarer Fußballer. War das nicht Queke? Das dreimal besser als Gomez. Mindestens, oder das zehnmal, ja, ja, Queke, das war Queke, ja. Queuke. Ja, Queuke. Dreimal, das war echt ein sympathisches Kerlchen, aber dreimal besser als Gomez. Jetzt nicht so ganz geklappt, ne? Das war halt ein alter Spekulatius auch auf dem Platz, ja, Wahnsinn, ey. Naja, ein Mann des Fußballs, muss man sozusagen. Ja, nein. Leonard besser als Gomez und Grafit. Oh Gott, wenn du jetzt ins Googlen gerätst, ne, ist ganz schlimm, da kommst du auch auf so dubiose Persönlichkeiten wie Karl-Heinz Wildmoser. Das war noch Fußball, ey. Oh Gott. Ist denn sein Sohn nicht ins Gefängnis gegangen? Ja, natürlich. Oh Gott. Werner Lorand nennt ihn einen großen Rohdiamant. Ja. Ich verlinke euch mal den FR-Artikel von damals. Alleine in den ersten zwei Absätzen wollt ihr schon vor Lachen in die Tischkante beißen. Aber mal ganz ehrlich, das ist echt doch das München, wie wir es mögen, ne? Also ja, immer so, ne, so leicht vertrottelt, so ein Stück weit, ne? So Wildmoser, der auch so mit so einem komischen Bart irgendwie nutzen und dann schon Bierchen trinkt, eine Zigarette zu viel raucht und irgendwo Rudolf Mooshammer treibt sich da auch noch im Hintergrund rum oder sowas, weißt du? Das ist doch München, wie es mir echt viel besser gefällt, ja? Also da würde ich mich auch echt ganz gern viel lieber im Biergarten sehen als bei so Stereotypen Bayern spielen. Aber gut, man kann sich nicht immer aussuchen. Ja, ist wundervoll. Grüße an Karl-Heinz Wildmoser Junior, aber er wäre, glaube ich, bei uns im Team ganz gut aufgehoben. Ist auch geil, dass der, heißt der wirklich genauso? Ja, Karl-Heinz Wildmoser Junior. Hier, wir nennen den genauso wie mich alle. Das ist doch auch absurd, alle. Denk dir halt neun Namen aus, Alter. Ja. Karl-Heinz Wildmoser und Karl-Heinz Wildmoser Junior. Was ist denn das für eine Dynastien-Sache? Karl-Heinz, genau. Also in vollständiger Schönheit heißt er natürlich mit Spitznamen Karl-Heinz Heinzi Wildmoser Junior. Also du musst da schon vollständig bleiben. Wow, okay. Das sind die Dinge, die man verdrängt. Ich nenne mein ungeborenes Kind auch Basti, Alter. Wegen des Verdachtes der Untreue und Bestechlichkeit bei der Ausschreibung der Arena. Ach, das war die Geschichte. Darf man jetzt aber auch nicht päpstlicher sein als der Papst. Ne? Kann jedem mal passieren. Gut. Wunderbar. Justizvollzugsanstalt Landsberg. Ja. Also da kennt man sich aus mit honorigen Funktionären. Ich weiß jetzt nicht, auf was du da anspielst, Basti. Gut, damit haben wir unseren kleinen Ausflug in die Vergangenheit abgeschlossen und ich frage euch, habt ihr eine gute Tat der Woche? Tatsächlich fällt mir jetzt nichts ein. Aber wir können, Elliot können wir immer wieder erwähnen, oder? Ich sehe das tatsächlich, fand ich eigentlich ganz krass, der RMV hat das jetzt auch auf seinen Fahrscheinautomaten. Habe ich heute auch gesehen, ja genau. Ja, echt? Als ich am Montag vom Webmontag, liebe Grüße, nach Hause gefahren bin, habe ich das gesehen. Die Eintracht hat, glaube ich, auch erlaubt, dass Becher gesammelt werden nach dem Spiel. Ja. Ah, sehr gut. Also es geht voran, finde ich gut, dass es so eine Welle macht und kann man auch immer wieder hier empfehlen. Immer ein bisschen in Erinnerung halten, ja, auf jeden Fall, ist eine gute Sache. Genau, dann nehmen wir das als unsere gute Tat der Woche und ich verlinke euch nochmal die Seite, wo ihr euch informieren könnt und auch die Informationen zum Spendenkonto findet. Genau, und eine andere kleine gute Tat der Woche, die ich jetzt eben gerade spontan gesehen habe, ist,
Und zwar wurde ein Ehering gefunden, offensichtlich ein Ehering, kann auch was anderes, ein anderer Ring gewesen sein, und zwar in Darmstadt. Für die vielen Leute, die uns aus Darmstadt zuhören, kann ich mir gut vorstellen, weil deren Fußballclub ja jetzt nicht so erfolgreich ist, ja, sich der ein oder andere vielleicht auch zu uns gesinnt, vollkommen verständlich. Und zwar wurde in einem Ast einer Magnolie vor dem Wilhelminenhaus in Darmstadt ein eingewachsener Ring gefunden. Dort sind das Datum 20.12.2002 und das Wort Honigbär eingraviert. Also, liebe Leute, wer von uns ist der Honigbär? Meldet dich. Hier, Herr Lossner, hol deinen Ring ab, komm. Honigbär, bitte melden. Ist noch nicht zu spät. Ja? Also, wer sehr beleidigt, dass der Herr Lossner den Ring von mir weggeschmissen hat. Ja, ohne Mist. Ja, da ist der Tag eurer Bekanntschaft, ja, ist genau eingraviert. Ja, toll. Lossner, den Darmstadt einfach in den Baum. Ja, nur weil er denkt, das wird jetzt niemand finden, ne? Weil Darmstadt und so. Aber wie gesagt, wir sind schlauer, lieber Honigbär. Also. Es führt kein Weg dran vorbei. Falls der Herr Honigbär hier zuhört. Hier, mein Honigbär, der Ring ist wieder da. Stell dir mal vor, du wusstest davon nichts oder so, irgendwo im Suff einfach weggeschmissen oder so, weil du kurz sauer warst, ne? Ja, genau. Wir wissen, wie die skurrile Geschichte der Ehefrau vorher beigebracht wurde, und jetzt taucht der Ring wieder auf. Und, ja, ich einen dubiosen Busch. Da kamen welche, die haben mich überfallen hier. Portemonnaie, Handy weg, alles weg. So ist es. Genau. Ist er einfach besoffen in die Magnolie reingefallen. Herr Honigbär, jetzt kommt alles raus. Kann ja jedem so gehen, ja. Ich wollte gerade sagen, Dennis, wir beide sollten da nicht zu laufen. Wir sind da mal ganz ruhig, ja. Wir werden wahrscheinlich persönlich irgendwann, werden wir zusammen eingewachsen in einer Magnolie gefunden. Oh Gott. Großartig. So. Wunderbar. Dann machen wir jetzt noch die Empfehlungen, und da gibt es auch einen Jingle für. Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. Chill out. Genau, und zwar, wir haben Empfehlungen, und es ist wieder die typische Jahreszeit, in der wieder drüber gesprochen werden muss, welches Fußball-Simulationsspiel das bessere ist, und Herr Basti legt dieses Jahr vor, und zwar mit Pro Evolution 20, korrekt? Das ist korrekt. Keine Überraschung für erfahrene Hörer dieses kleinen Familienpodcasts hier. Ich konnte erst ein Spiel anzocken, weil das ewig gedauert hat, bis ich das installiert hat gestern. Dann bin ich während des Installationsvorgangs eingeschlafen. PlayStation, oder? Ja. Ja, da dauert der Download wahrscheinlich schon mal irgendwie 3 Tage, und der Rest ist dann auch nicht irgendwie viel schneller. Auf jeden Fall bin ich aber jetzt bereit, heute Abend ein bisschen zu zocken, und freue mich sehr, sehr, sehr. Ich habe von ganz vielen Leuten gehört, dass sie gewechselt sind. Okay. Die Bewertungen von Pro Evolution sind allgemein auch ein bisschen besser, was ich so gelesen habe. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Also man muss sagen, so ein bisschen bröckelt ja auch dieses komplette Exklusivding, was die Rechte betrifft. Ich glaube, bei FIFA gibt es Juventus nicht mehr. Ja, genau. Das heißt jetzt ja irgendwie Pimento oder so. Genau. Die haben die Rechte nicht mehr. Natürlich Piemonte ist da FIFA. Oder Piemonte, genau. Ja. Bei FIFA ist da natürlich noch komplett im Vorteil, was Präsentation, Spielmodi und so betrifft. Aber mein Motto bei solchen Spielen ist, entscheidend ist auf dem Platz, und da ist für mich trotzdem Pro Evolution von der Ballphysik, vom Realismus her schon seit Jahren besser. Ja. Und ich habe echt Bock auf das Spiel. Ich habe leider, wir haben es ja auch schon jetzt in den letzten, immer wenn wir hier über Videogames sprechen, und Marvin hat es ja auch mit dem Wrestling gehabt, und wir hatten es mit FIFA und Pro Evolution. Wir sind langsam leider in einem Alter, wo man nicht mehr so viel Zeit hat, sich irgendwie, keine Ahnung, einfach mal so eine Nacht durchzuzocken. Das würde ich so gerne mal wieder machen. Das stimmt, ja. Aber es geht halt nicht momentan. Ich probiere aber ein bisschen Zeit zu finden. Ja. Und was mich ein bisschen stört, das hat aber nichts mit den Spielen jetzt zu tun, das ist aber eigentlich, dass man wirklich, wenn man online zocken will, nochmal 50 Euro investieren muss. Also, nochmal für PlayStation Euro Plus, meinst du? Für dieses PlayStation-Ding jetzt, aber nicht für das, für Pro Evolution. Nee, nicht für das Spiel, aber generell, ich müsste jetzt theoretisch mir, wenn ich jetzt wieder ein Jahr zocken will, muss ich mir für 50 Euro wieder so ein PlayStation Plus-Scheiß machen. Ja, das ist richtig. Ja. Das ist aber generell ja die Taktik von PlayStation, und ich glaube aber,
Microsoft ist da jetzt auch nicht unbedingt viel besser. Da hast du doch auch irgendwie Microsoft Gold oder irgendwas, was da muss. Also das ist generell irgendwie so halt dieses, ein bisschen so. Ja, ja, das ist schon richtig. Schon ich meine, das ist ja generell auch bei FIFA auch so ein bisschen diese Thematik, generell so dieses ganze hier mit Geld einwerfen für irgendwelche Packs, Karten, dies, das, so nach dem Motto, wenn du da irgendwie geile Spieler haben willst, dann und musst du Lotto spielen und musst da quasi nochmal permanent irgendwie Geld nachwerfen. Das sind ja auch mittlerweile alles wirklich nur noch so Gelddruckmaschinen geworden. Das finde ich alles eine Frechheit. Ja. Ich bin da ja gar nicht so drin in dem Game wie ihr, aber ich muss schon sagen, das finde ich alles extrem dreist. Wie viel hast du denn wie viel hast du denn für den Download des Spiels bezahlt, Basti? Ich habe mir diesmal tatsächlich, weil das Vorbesteller-Angebot für diese Legend-Box war für mich jetzt nicht mehr so interessant, dass ich mir jetzt die Standard-Version für 60 Euro geholt habe. Normalerweise muss ich sagen, hole ich mir immer die Vorbesteller, so eine Platinum-Edition, weil ich dann auch so eine geile Box kriege, weil ich auch die Spiele so im Regal stehen haben will, weil ich das schon irgendwie seit International Superstar Soccer habe. Dieses Jahr muss ich sagen, habe ich es vorbestellt, kriege dann von Amazon eine E-Mail, ja, das Spiel ist lieferbar Ende September. Ja, ja. What? Ja, hab ich gedacht, ja, vielen, vielen Dank auch. Dann kaufe ich es mir halt zum ersten Mal irgendwie online. Tatsächlich online und warte halt, bis dieses Spiel nur noch 15 Euro kostet, damit ich dann irgendwann wenigstens ins Regal stellen kannst. Ja, genau. Ja, aber 60 Krass. Euro habe ich jetzt für die Standardversion bezahlt. Und tatsächlich scheinen die Lieferprobleme zu haben, was das betrifft. Die wollen wahrscheinlich jetzt wirklich, dass jeder auf diese Download-Sache umsteigt. Ja, nur noch digital. Prinzipiell ja jetzt nicht verkehrt finde. Ich habe die letzten zwei Jahre schon FIFA online vorbestellt. Du kannst es halt, also früher war es halt so, dass du die Spiele ja dann noch irgendwie weiterverkauft hast. Aber das Problem ist ja, die sind ja nach einem halben Jahr auch so weit im Preisverfall, dass du da so oder so nichts mehr wirklich dafür kriegen würdest. Also ja, aber wie gesagt, es ist eher so ein, ich will es mir ins Regal stellen, Ding. Also so. Ja, gut, das hatte ich halt nie. Von daher ist mir das relativ wurscht. Ich verstehe das, aber ich darf, das ist in der perfekten Welt, finde ich das vollkommen in Ordnung. Ne? Finde ich einen absolut ehrenwerten Ansatz, wenn man sagt, okay, man geht jetzt halt dahin, dass man mehr diese Download-Sachen nutzt. Aber Fakt ist, wir leben immer noch in Deutschland und die Internetanbindung beziehungsweise die, wo DSL richtig gut funktioniert, die ist nicht überall saugeil. Ich meine, so ist es ja. Bis vor ein paar Wochen noch im Ostend gewohnt und hätte ich da normales Internet gehabt bei der Telekom, ich 16.000er Netz gehabt, da dauert halt so ein Download schon ganz schön lange. Und ich meine, da brauche ich natürlich im Ausland das jetzt was Spezielles. Was hast du denn jetzt, Marvin? Jetzt, glaube ich, zahle ich es mit 200 oder so oder 250 okay. oder so. Also jetzt geht ja alles. Ne? Also jetzt nee, da warte nur, bis die endlich bei mir auch die Straße aufreißen. Das steht hier schon seit 1000 Jahren eingezeichnet. Dann finden die all die eine Pakete, die bei dir nicht angekommen sind, Basti. Daran habe ich mich hier schon gewöhnt. Aber dass ich hier kein Internet richtig schnell habe, das mache ich mich auch fertig, mitten in Frankfurt. Aber das bringt dir doch bei PlayStation oder bei Sony generell auch nichts. Ich meine, ich sitze ja hier auch an der 100er Leitung und das Zeug tröpfelt da irgendwie mit so Modem-Geschwindigkeiten durch, weil Sony seine Infrastruktur nicht in den Griff kriegt. Also das ist ja auch die Absurdität in Tüten. Ja, ja. Ist aber ein anderes Thema. Ist anderes Marvin Thema. Und ich haben die Idee, sobald Marvin und ich irgendwie zusammen in Sachen Europareise unterwegs sind, kannst du wirklich, wirklich immer feststellen, geil, wir sind jetzt endlich aus Deutschland raus, jetzt haben wir überall ist LTE. Internet. Ja, das ist richtig. Wahnsinn. Stimmt. In den Tropfsteinhöhlen, die Marvin und ich so besuchen, LTE, alles klar, lass mal was streamen, nee. Als wir im Sommer mit dem Zug nach England rübergefahren sind, hier im Eurotunnel, ich hatte in dem Tunnel, in der Röhre, unter Wasser besseren LTE-Empfang als in vielen Stellen hier auf dem Land. Ja, also es ist dezent. Aber gut, also Basti empfiehlt Pro Evolution 20, hat noch nicht viel gespielt. Ich steige nächste Woche mit FIFA ein. Ab 20. ist Early Access und dann gucken wir mal. Ach ja, erst ab 20. Wahnsinn. Ja, offizieller Spielstart ist am 29. Mit Vorbesteller kriegst du es 3 Tage vorher, also am 26. Und dieses Jahr ist ja zum ersten Mal EA Access auf der PlayStation verfügbar und dann kriegst du es nochmal 10 Tage, eine Woche vorher und hast dann aber so eine 10 Stunden Vorab-Version, die du quasi anspielen kannst. Erklär mir kurz EA Access, was kann ich damit machen? Das ist quasi das Abo-Modell von EA, so nach dem Motto, du nochmal irgendwie 2 Euro pro Monat einwirfst, kriegst du quasi Zugriff auf all deren Spiele. EA, da sind irgendwie Madden, Need for Speed und der ganze Rums drin und du kriegst eben auch bestimmte Versionen dann schon eine Woche vorher.
Sonst war jetzt irgendwie 2 Euro im Monat, habe ich jetzt gedacht, okay, ich probiere das jetzt einmalig aus und dann entweder es bockt oder es bockt nicht und dann. Bei Sportspielen aber ja eigentlich ganz geil, bevor du wieder 50 oder 60 Euro versenkst. In einem Jahr ist dann eh wieder die neue Version gefragt. Eigentlich ja ganz cool. Nee, die 2 Euro zusätzlich waren jetzt nur für die Woche früheren Zugriff. Die 80 Euro für die Vorbestellung habe ich trotzdem auf den Tisch legen müssen. Ich dachte, das ist ein Abo-Modell, dass du 80 Euro bezahlst. Ja, für den alten Kram, dann, aber den neuen Kram kriegst du erst ein Jahr später da rein oder du zahlst halt eben dann nochmal den Vorbestellerpreis. Also die wissen halt schon, wie sie Kohle drucken können. Okay, ich dachte jetzt, du bezahlst zwar einen relativ hohen Preis, hast dafür aber Zugriff auf etliche der Titel, der EA-Titel. Aha. Auf die alten, auf die alten, nur auf die alten. Wenn du den neuen Kram haben willst, dann darfst du jetzt nochmal hier ordentlich Geld reinbuttern. Okay, Wahnsinn, okay. Ich bin da voll reingegangen. Danke für die Infos auf jeden Fall. Genau, von daher reden wir dann nächste Woche vielleicht nochmal über FIFA. Oder die Wochen danach oder so. Mal sehen. So, ich habe auch noch eine Empfehlung für euch und zwar empfehle ich mal wieder einen Podcast, einen Fußball-Podcast. Wir haben da, glaube ich, habe den auch schon mal empfohlen, aber ich empfehle ihn jetzt nochmal, weil die haben ihr Sendungskonzept ein bisschen umgestellt und zwar den Fußball-Podcast, den macht sogar meine Oma. Den habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Und zwar haben die ihr Konzept dahingehend umgestellt, dass die jetzt nicht mehr, wie sie sonst gemacht haben, einmal im Monat so eine komplette Stundensendung machen, sondern die untergliedern das quasi und bringen dann immer ihre Rubriken, die sie haben, so als einzelne Dinge. Das sind dann mal so kleine Folgen, die sind dann mal eine Minute, mal 2, mal 5 oder 6 Minuten. Und da habe ich unter anderem gelernt, dass, vielleicht habt ihr es auch mitbekommen, dass das Kreispokalspiel zwischen dem Pirates FC und dem SV Studernheim wüst durch das Ordnungsamt abgebrochen wurde. Ja, das habe ich auch gelesen. Marvin, Dennis, habt ihr das auch mitgekriegt? Ja. Nee. Das war das Kreispokalspiel und das stand im Elfmeterschießen unentschieden nach der normalen Spielzeit und der Verlängerung und ging dann ins Elfmeterschießen. Und es war quasi kurz vor dem Ende. Das Problem ist nur, es war mittlerweile 22.25 Uhr und laut den Spielbestimmungen ist maximal bis maximal 21.30 Uhr das Spielen auf diesem Platz erlaubt, weswegen 2 Herren vom Ordnungsamt dann einfach mal auf das Spielfeld gelaufen sind und beim Stande von 1:1 das Spiel abgebrochen haben. Soll zu skurril. Dann musste jetzt 2 Wochen später das Spiel erneut angesetzt werden, wieder mit Anstoßzeit irgendwie 20.30 Uhr. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das nach hinten raus wieder schief geht, war wieder mehr als gegeben. Und solche Kuriositäten besprechen die halt dann immer mal wieder, wie jetzt zum Beispiel in der aktuellen Folge aus der österreichischen Liga, wo der Wolfsburger AC, der jetzt ja auch in der Euroleague gegen Gladbach spielt, auf das Stadion seines Erzrivalen Graz ausweichen muss, weil das, was ihnen in der Nähe gelegene größere Stadion, was sie normalerweise nutzen könnten, das Wörthersee-Stadion in Klagenfurt, gerade von einem Künstler für ein Kunstprojekt genutzt wird und deswegen nicht nutzbar ist. Liebe Österreich. So verrückt, ja. Geht leider nicht. Genau, also wer sich für solche Kuriositäten im Fußball interessiert, der findet da auf jeden Fall genau seinen Stoff. Danke für den Tipp. Auf jeden Fall geil. So ein geiler Snack für zwischendurch, wenn ich das so richtig... Ja, genau. Das sind so 7 Minuten. Das geht mal so schnell zwischendrin und es ist halt immer irgendwie so ein totaler Quatsch. Es macht absolut Spaß. Super. Habt ihr noch weitere Empfehlungen? Ja, also keine Ahnung. Ich kann auf jeden Fall empfehlen, für die Wrestling-Geneigten, die paar Wrestling-Geneigten, die uns zuhören und vielleicht nicht geguckt haben, kann ich immer noch den aktuellen AEW-Pay-Per-View empfehlen, denn er hat mich insofern zufrieden zurückgelassen, dass ich das Gefühl hatte, es ist sehr, sehr viel richtig gemacht worden. Im Hinblick darauf, dass sie bald mit dem mit der ersten Weekly starten, ist ja in 1,5 Monaten, glaube ich, ist es soweit. Da gibt es dann wöchentlich eine Sendung im linearen Fernsehen, die wir dann
aber auch irgendwie durch die diverse Kanäle auf jeden Fall mitbekommen. Ich glaube, da wird auch irgendwann mal Sky drauf aufmerksam oder so, vielleicht nur der Sport 1. Grüße an Sport 1. Wenn irgendjemand noch euren scheiß Sender einschaltet, müsst ihr mal gucken, dass überhaupt noch mal Sport auf eurem Sender läuft. Das ist unfassbar. Was ist denn Sport 1? Bis auf Doppelpass ist da nur noch Werbung 300 oder was? Also das ist echt unfassbar. Liebe Leute, so geht's nicht. Ihr müsst ja schon wieder ein bisschen mehr Sport reinbringen oder Sports Entertainment. Naja, wie auch immer. Und das kann ich echt empfehlen. Also mir hat es sehr, sehr gut gefallen und ich mag es, dass es Konkurrenz gibt. Okay. Wo kann man das jetzt aktuell gucken? Haben die ihren eigenen Streaming-Dienstleister oder muss man sich das auf so halb illegalen Wegen? Nee, du kannst ganz legal bei Fight.tv, also Fight TV, okay. Also FITE.tv, kannst du dir den Pay-Per-View runterladen, also kaufen. Ne? Oder du kannst Dinge tun, die ich hier nicht besprechen kann. Okay. Also. Dinge tun, um Dinge zu schauen. Ja, genau. Ich muss dann leider so nebulös bleiben. Ja, alles gut. Okay, also das ist dann quasi so ein, man bezahlt einmal Geld für das eine Stück zum Angucken. Ja, genau. Aber es, wie gesagt, ja, es lohnt sich. Aber also ich mache das jetzt mittlerweile echt, weil ich froh bin, dass ich Geld verdiene einigermaßen und das auch mal dafür ausgeben kann. Habe ja kein Auto, dann gebe ich das alles für Wrestling aus. Das hält sich mittlerweile so, die Waage ist pro Monat ungefähr genau das Gleiche. Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Aber es ist dann schon so, dafür gebe ich es dann halt aus. Und ich wurde bislang noch nicht enttäuscht, insofern umso schöner. Okay, kostet $20. Also wer da Bock drauf hat. Ja. Genau. Also entweder viermal so ein Wrestling-Pay-Per-View da runterladen oder einmal FIFA 20 kaufen. Ihr könnt es euch überlegen. Ja. Ich empfehle noch, bitte stellt alle E-Scooter so quer wie möglich über die Straße. Ich will, dass Deutschland brennt. Nein, Spaß. Sehr gut. Quer auf den Gehweg oder auf die Straße? Nur, dass ich das überall hin E-Scooter-Terror. Ich will auf jeden Fall was in der Zeitung darüber lesen. Du hast dich aber auch bereitwillig in die Linie des Feuers begeben, will ich meinen, mit deinen Kommentaren in den sozialen Medien, oder? Hast du da noch Nachwirkungen gehabt? Nee, ich bin jetzt an der E-Scooter-Front. Ich habe mit E-Scootern eigentlich nichts zu tun, ich verteidige die jetzt aber, weil die so gehasst werden. Ich beschütze jetzt die E-Scooter. Wolf. Ich wollte gerade sagen, genau. Ist der E-Scooter der neue ja. Wolf? Ich hatte mit Wölfen und E-Scootern vorher nichts zu tun. Ja. Aber irgendwie habe ich da so einen Reflex. Schützerinstinkt, ja. Ich seh schon die Karikaturbildern von Wölfen auf E-Scootern. Papa, der Mann mit dem E-Scooter. Über die Balkanroute kamen sie rein und nahmen uns die Arbeitsplätze weg. Naja. Und die Fahrradwege. Und alles. Und alles. Überhaupt. Die Wohnungen, Alter. Ja. Und im Schwimmbad haben die bestimmt auch noch was gemacht. Die E-Scooter. Die E-Scooter. Ja. E-Scooter haben randaliert im Schwimmbad. Ich hoffe, es gibt irgendwann bald Gegenallianzen. So, ich habe nämlich jetzt letztens auch irgendwie gelesen, dass in Berlin anscheinend eine erste Linksautonome E-Scooter angezündet haben, beziehungsweise was? Irgendwie mutwillig randaliert. Ja, also warte mal, Linksautonome. Ich hätte jetzt eher erwartet, dass die ältere Generation, ich weiß nicht, ob ihr das, ob der ein oder andere das noch kennt, früher gab es Fahrräder mit so einem Benzinbetriebenen Hilfsmotor. Das wäre ja quasi das Gegenstück dazu. Also ich weiß nicht. Keine Ahnung, wie glaubwürdig diese Quelle ist. Berliner Zeitung. Ja, sieht aber eigentlich, ja gut, müssen Berliner Zeitung, Vandalismus, darum zerstören Linksautonome gezielt E-Scooter und Leihräder in Berlin. Also, liebe Leute, es ist eine interessante Allianz, die sich da zurecht macht von älteren Leuten, von Frauen mit Kinderwagen und Linksautonome. Also es ist sehr, sehr gut. Es bleibt auf jeden Fall spannend in Deutschland. Haben wir denn ernst? Ich frag mich immer, woher die Leute diese zusätzliche Zeit haben. Ja, ohne Wissen. Also die zusätzliche Zeit zu, also diese Empörungen stapeln sich ja auch. Ja. Fängst ja dann an, empöre ich mich darüber, dann darüber. Irgendwann muss ja mal Schluss sein. Also das ist so, oder ersetzt das? Lassen jetzt die Wölfe in Ruhe und gehen jetzt auf die E-Scooter los? Nee, das ist ja, ich meine, ganz realistisch gesehen, das ist ja ein ganz anderes Publikum. Also ich glaube, ich würde behaupten, Linksautonome haben tendenziell weniger Probleme mit Wölfen als mit E-Scootern. Ich liebe diese Diskussion jetzt schon. Aber ich glaube, es gibt halt so generell Berufsempörte. Ich glaube, die dann irgendwie alles irgendwie empört werden. Berufsempörte. So. Ich glaube, ja, oder Berufungsempörte. Berufungsempörte wahrscheinlich eher, ja. Aber es bleibt spannend. Ich meine, ja, irgendwann starte ich die Kampagne für ein besseres Twitter, ja, wo ich dann solche Sachen auch gar nicht mehr retweete. Das versuche ich jetzt schon zu vermeiden, dass ich
eigentlich in der Hinsicht eher positiver bleibe. Ich glaube, wir brauchen viel mehr positive und konstruktive Nachrichten. Irgendwann starte ich mal die Kampagne für ein lebensfreundliches Twitter. Das ist eigentlich eine gute Idee, das mache ich auch. Wenn ich das nächste Mal einen ordnungsgemäß abgestellten E-Scooter sehe, fotografiere ich den. Werde deinen Instagram-Account im Auge behalten und mal sehen, wann das soweit ist. Nee, bei Twitter da, es muss schon knallen. Ach so. Okay. Ich entwerfe derweil ein Logo für die Kampagne für ein besseres Twitter. Für ein besseres Twitter, dank E-Scootern. Großartig. Dann, trotz E-Scootern, okay. Mhm. Dann würde ich sagen, sind wir doch auch schon durch mit dieser Folge diese Woche und können jetzt großen Mutes ankündigen, es wird in der nächsten Woche eine sehr, sehr großartige Crossover-Folge mit den Damen und Herren von und 93 geben. Wir sind nix. Schön, na gut. Genau, die Mannschaft von 93 sucht Asyl, weil der Axel im Urlaub weilt, irgendwo in wärmeren Gegenden. Und deswegen dürfen wir sie nächste Woche beheimaten und werden zu dieser Gelegenheit vielleicht auch den Dummschwätzer wieder auspacken. Ich meine, Enzo ist dabei. Oha. Passt ja. Mal sehen, vielleicht kriegen wir auch Enzo dazu, dass er die Hymne des SC Freiburg live singt. Gucken wir mal. Schauen wir mal. Also von daher, macht euch gefasst drauf. Nächste Woche wird es hier. Die Folge wird umsonst sein, Liebe. Die sind ja die nächsten Empörer, die sich über Bonus-Content für Patreon empören. Nächste Woche ist wieder alles in Ordnung, liebe Freunde. Beruhigt euch. Das sehen wir mal. Vielleicht kleben wir da auch so ein extra hohes Preisschild dran, weil gut, es ist ja quasi nächste Woche doppelte Qualität. Wenn ihr die Folge kauft, kriegt ihr noch einen E-Scooter dazu. Oder so ein kleines Wolfsplüschtierchen. Wer weiß. So. Wir gucken mal. Also nächste Woche doppelte Qualität. Eintracht Podcast Meets 93. Seid gespannt. Wir werden über Dinge kontrovers diskutieren. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Restwoche. Genießt noch so ein bisschen diese Länderspielpause. Allen denen, die am Wochenende vielleicht auf dem Weg nach Augsburg sind, um dort die Eintracht zu sehen, habt eine schöne Fahrt. Bringt Punkte mit, werft vielleicht noch ein paar Postkarten ein, was halt gerade so möglich ist. Und ansonsten melden wir uns in der nächsten Woche am Dienstag in gewohnter Weise wieder dann zusammen mit den Kollegen von 93. Bis dahin, macht's gut. Hey.